This podcast is brought to you by LMU Munich. Also wir wollen zurückschauen, wir wollen gucken, wo stehen wir gerade im Crowd Investing, wo geht die Reise hin und dann am Ende mal gucken, was kann das bedeuten für die Regulierung. Herr Professor Klöhn sagte ja bereits, dass da möglicherweise nochmal ein Gesetzentwurf nachgeschoben wird. Das heißt, man kann gucken, welche Impulse gibt es vielleicht noch aus der Szene, was würden wir uns da wünschen. Wir haben ungefähr bis 18 Uhr Zeit. Wollen erstmal hier vorne diskutieren mit den Gästen, dann aber auch gleich Sie an Bord holen in einer Dreiviertelstunde ungefähr und um Fragen und Input bitten. Bevor ich Ihnen vorstelle, wer hier vorne heute sitzt, würde ich ganz gerne wissen, wer eigentlich hier im Raum Crowdinvestor ist, damit wir auch wissen, mit wem wir sozusagen zu tun haben und was wir an Wissen voraussetzen können. Wer ist Crowdinvestor? Wer hat schon mal ein Unternehmen finanziert? Ruhig die Hände ein bisschen mutiger hoch. Okay, ist eine kleine Gruppe, ich würde sagen so ein Fünftel vielleicht. Wer hat schon mal über die Crowd Geld eingesammelt? Okay, eine noch kleinere Gruppe, ein Zehntel, vielleicht ein Zwanzigstel. Und jemand, der sowohl investiert hat, als auch Geld gesammelt hat. Wer beschäftigt sich aus Forschungsinteresse mit dem Thema Crowd Investing? Okay, das ist die Mehrzahl. Wer denkt darüber nach, mal Geld einzusammeln oder zu investieren? Okay, also wir sehen, es gibt einige Leute im Saal, die schon Erfahrung haben, sowohl als Sammler von Geld als auch als Investoren von Geld. Und ich finde es toll, dass wir hier auf dem Panel gleich vier Leute haben, die sich ganz wunderbar ergänzen. Wir haben ja eben schon die drei Gruppen quasi kennengelernt. Wir haben jetzt sogar noch jemanden vierten, beziehungsweise gleich noch jemanden vierten, der auch für die Regulierer ein Stück weit sprechen kann oder zumindest die Perspektive der Regulierer sehr gut kennt. Ich glaube, wir treffen uns auch zu einem wahnsinnig interessanten Zeitpunkt, weil nach vier Jahren, in denen es teilweise sehr euphorisch war im Crowdinvesting, hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen, sagen wir mal, Ernüchterung oder ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Vielleicht kann man das auch Erfahrung nennen oder ein bisschen mehr Besinnung auf das, was funktioniert und das vielleicht, was nicht funktioniert. Es gab schon einige Crowdinvesting-Pleiten, auf die jeder, mit denen jeder gerechnet hat, auf die vielleicht auch jeder ein bisschen gehofft hat, damit es einfach mal sichtbar wird, dass sowas passieren kann. Es gab aber auch schon Fälle, wo Geld ausgeschüttet wurde an die Investoren. Kürzlich hat ein Berliner Unternehmen 50% Rendite ausgeschüttet, was nach sehr viel klingt, aber auch gleich kritisch betrachtet wurde, weil es vielleicht gar nicht so viel ist, wenn man das mit dem Risiko vergleicht, dass man da als Investor eingegangen ist. Es gibt eine ganze Reihe von Plattformen, einige davon sind auch schon wieder verschwunden. Also man sieht, es gab sehr viel Bewegung und wir wollen schauen, wo stehen wir jetzt gerade. Ich würde ganz gerne anfangen mit unserem ersten Gast sozusagen, demjenigen, für den das Crowdinvesting vielleicht erfunden wurde oder für den es da ist, nämlich einem Unternehmer, der Geld über die Crowd eingesammelt hat. Er hat seine Karriere als Unternehmer relativ untypisch gestartet, würde ich sagen. Er hat eigentlich verschiedene Studiengänge angefangen, hat mal Theologie studiert, mal Medizin studiert, war mal in Afrika unterwegs und mit dem Studium hat es irgendwie nicht so richtig geklappt, aber was dann geklappt hat, ist eben das Unternehmerdasein. Sie haben, als Sie dann mit dem Medizinstudium gebrochen haben, haben Sie Schuhe gekauft und haben gedacht, das ist eine super Sache, diese Schuhe, und haben sich entschieden, selber Schuhe zu vertreiben. Das fing mit einem kleinen Laden Anfang der 80er in Wien an. Da haben Sie zum ersten Mal Schuhe verkauft. Inzwischen sind es, glaube ich, über 30 Läden. Sie haben 300 Mitarbeiter, machen Millionenumsatz. Sie haben eine eigene Schuhfabrik gekauft und wieder aufgebaut. Inzwischen betreiben Sie außerdem eine Akademie. Sie betreiben ein Hotel in Schrems in Österreich. Und Sie haben halt irgendwann, 2012, haben Sie die Crowd um Geld gebeten, was nicht über eine Plattform oder sowas geschah, sondern Sie brauchten Geld. Sie haben von der Bank nichts bekommen und mussten andere Wege suchen und haben dann Freunde, Bekannte und wer alles interessiert war, gebeten zu investieren, was eine mittlere Staatsaffäre in Österreich ausgelöst hat, weil die Aufsichtsbehörde ein Problem damit hatte und letztendlich so viel darüber diskutiert wurde, dass das die Gesetze verändert hat. Also eine unheimlich spannende Geschichte und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Heinrich Heini Staudinger. Sie haben ja mehrmals über die Crowd Geld eingesammelt, einmal ganz am Anfang, glaube ich schon, in den 80ern, weil Ihnen da auch vielleicht das Eigenkapital fehlte, dann 2012 und kürzlich nochmal. Wo wären Sie eigentlich heute, wenn es die Crowd nicht gäbe? Ich habe ein klassisches Beispiel. Es hat mir ein Freund einen Artikel von der Süddeutschen zugeschickt, wo drinnen gestanden ist, dass die griechische Schurchindustrie in der Krise ist. Und dann sind wir vor 6, 7 Wochen dorthin gefahren und haben über bekannte Kontakte in die Schuhindustrie gekriegt. Von 350 schuherzeugenden Betrieben arbeiten zurzeit
6. Und zwar, weil sie von den Lieferanten keine Materialien kriegen und von der Bank kein Geld. Und jetzt waren wir bei einer Firma, die heißt Fidas. Ohne jeden Zweifel eine der besten Schurchfabriken, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich glaube, ich habe an die 100 gesehen. Und die haben im Jahr 2007 30 Millionen Euro Umsatz gehabt. Und dann ist Griechenland in die Krise gekommen und sie haben kein Geld mehr von den Banken gekriegt. Jetzt haben die 8 Jahre später 7 Millionen Umsatz. Wir haben im Jahr 2007 7 Millionen Umsatz gehabt und haben jetzt 8 Jahre später 30 Millionen Umsatz. Warum? Die Griechen haben das notwendige Geld für ihre Entwicklung nicht gehabt und wir haben das notwendige Geld für unsere Entwicklung immer gehabt, weil uns Freunde, Verwandte, Kunden und Mitarbeiter das notwendige Geld borgt haben. Und wir haben übrigens im Jahr 2003 schon mit diesem System angefangen. Ich habe das Wort Crowdfunding gar nicht kennt, sondern ich habe von der Bank das Geld nicht gekriegt und darum habe ich Freund gefragt. Und im Grunde genommen hat es da spektakuläre Änderungen gegeben in den Regularien für die Kreditvergabe. Ganz ein wichtiger Punkt ist, dass man für Warenlager, was in der Realwirtschaft was Wichtiges ist, kein Geld mehr kriegt von der Bank. Und wie mir der Banker das gesagt hat, habe ich zu ihm gesagt, ja, warum gibt es uns denn jetzt für Warenlager kein Geld mehr? Hat er gesagt, ja, weil du die richtigen Warenlagerwerte manipulieren könntest. Sag ich, das verstehe ich ja, dass ich das konnte. Aber nur weil du neue Regularien hast, hast du noch lange nicht das Recht, mir zu unterstellen, dass ich diese Werte manipuliere. Du weißt genau, dass ich das 20 Jahre nicht gemacht habe. Und in Wirklichkeit ist er ein lieber Typ, aber er hat nicht ausgehen, weil er sich an diese destruktiven Regularien halten muss. Jetzt haben wir Warenlager im Wert von 8 Millionen Euro und kriegen von der Bank kein Geld. Das Zweite: Unsere Firma ist in der sogenannten Krisenregion Waldviertel. Vor 15 Jahren war bei einem Firmengebäude der Substanzwert ein nennenswertes Gewicht und aufgrund vom Substanzwert abzüglich der Lage hat man von der Bank ein Geld gekriegt. Heute sagt die Bank, der Substanzwert des Gebäudes ist vollkommen uninteressant. Interessant ist nur mehr der Marktwert. Der Marktwert von einem Industriegebäude in der Krisenregion Waldviertel ist ein Schaß und daher kriegt man dafür wieder kein Geld. Und jetzt merkt man genau, wie dieses Bankensystem destruktiv ist und die Krise verstärkt, während das, dass wir Freunde, Verwandte, Mitarbeiter und Kunden ein Geld borgt haben, heilend war und eine tolle Entwicklung der Firma ermöglicht hat. Den steilsten Schub nach oben haben wir gekriegt durch den Konflikt mit der Finanzmarktaufsicht, weil durch diesen Konflikt sind wir über die Nacht berühmt worden in ganz Österreich und wir haben wahnsinnig viel verkaufen können. Ich glaube, das ist eine tolle Geschichte, die sehr deutlich zeigt, wo quasi die Schwierigkeiten sind, wenn man sein Geld nur von Banken haben möchte und wo Crowdfunding vielleicht eine sehr wichtige Lücke schließt oder vielleicht sogar Vorteile bietet, dass man vielleicht irgendwann gar nicht mehr auf die Idee kommt, überhaupt bei einer Bank nachzufragen, weil es bessere und andere Wege gibt. Also, vielen Dank für den ersten Input. Ich wechsle die Seite zu unserem zweiten Gast, eigentlich Mathematiker von Haus aus, hauptberuflich selbstständiger Unternehmensberater bei Banken und Versicherungen, hat auch mal im Vertrieb von Finanzprodukten gearbeitet, weiß also sehr viel über das Thema Finanzen und gehört, glaube ich, kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, zu den ersten und erfahrensten Crowd-Investoren in Deutschland, also denjenigen, die Leuten wie Heinrich Staudinger Geld geben.
hat 2011 angefangen über ganz verschiedene, ich glaube, Sie haben nicht direkt investiert, aber zumindest in ähnliche Unternehmen. Sie haben seit 2011 18 Beteiligungen sind Sie eingegangen, viele davon auch in 4- bis 5-stelliger Höhe, also durchaus mit Mut zum Risiko. Einige dieser Unternehmen gibt es nicht mehr, andere haben tatsächlich auch schon eine Rendite ausgeschüttet oder haben Geld ausgeschüttet. Das heißt, Sie sind mit Geld, mit einem Gewinn herausgegangen und Sie investieren am liebsten, haben Sie mir gesagt, in Projekte, die das Potenzial haben, eine ganze Branche umzukrempeln und eben auch eine Rendite versprechen. Herzlich willkommen, Uwe Siebert. Hallo. Hallo. Ich weiß es nicht, sonst halte ich Ihnen gleich meins. Genau. Vielleicht, was schätzen Sie an dem Thema Crowdinvesting? Was begeistert Sie? Mit welchem Gefühl machen Sie das? Gut, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und kurze Korrektur, also mit Gewinn bin ich noch nicht raus. Es gab Fälle, da lief es gut, aber portfoliotechnisch ist da noch nicht so viel drin. Also von daher wird das noch zeigen. Und was ich schätze daran, ist einfach die Nähe zu den Investments. Also ich mag das, dass man halt wirklich weiß, wo geht das Geld hin, was wird damit gemacht und diese Transparenz hat. Und das hat man bei anderen Produkten häufig nicht, weil da ist einfach so, das wird irgendwo rein investiert und dann ist es halt erstmal weg und irgendwann kommt es dann hoffentlich wieder oder halt auch nicht. Genau. Okay, vielen Dank für den Moment. Jetzt haben wir quasi das Unternehmen kennengelernt und den Investor und irgendwie müssen diese beiden ja auch zusammenfinden. Also irgendwie müssen diese beiden Seiten ja auch zusammenfinden und in diesem Fall kommt unser nächster Gast ins Spiel, hier ganz außen. Er war eigentlich der Erste, der eine Crowdfunding-Plattform hier in Deutschland gestartet hat, ist eigentlich Gründungsberater mit dem Schwerpunkt auf Unternehmensfinanzierung, Business Modeling und Unternehmensstrategie und hat dann 2011 erkannt, dass man über die Crowd sowohl Investoren als auch Unternehmen zusammenbringen und glücklich machen kann. Er hat Seedmatch gegründet, das eigentlich jeder, der sich mit Crowdfunding oder Crowdinvesting beschäftigt, kennt in Deutschland, an dem man kaum vorbeikommen konnte in den letzten Jahren, ist eine der größten Plattformen in Deutschland, mehr als 80 Projekte finanziert, rund 25 Millionen Euro eingesammelt, darunter auch einige sehr große und sehr rekordverdächtige Runden, wo Unternehmen in fünf Tagen 3 Millionen Euro eingesammelt haben, also mit einem Mordstempo. Inzwischen hat er diversifiziert und hat 2 weitere Crowdfunding-Plattformen gegründet. Die eine heißt Mezzanine, die andere Econeers. Die eine dreht sich um Immobilienprojekte, die andere um grüne Investments. Herzlich willkommen, Jens-Uwe Sauer. Wenn Sie sich so angucken, Heinrich Staudinger und Uwe Siebert, also der Unternehmer und der Investor, was ist eigentlich knapper? Also wo gibt es weniger von? Gute Unternehmer, die Geld von der Crowd wollen oder gute Investoren, die Geld geben wollen? Ja, erstmal vielen Dank. Also die Frage ist gar nicht einfach. Auf der einen Seite haben wir Projekte auf der Plattform, die halt nicht voll werden, wo wir uns denken, dass die Performance ein bisschen besser sein könnte. Auf der anderen Seite schauen wir uns sehr viele Unternehmen an und haben eine sehr starke Selektion. Ist auch so ein bisschen die Frage, selektieren wir da eigentlich nicht zu viel und müsste nicht eigentlich die Crowd selektieren? Das tun wir als Plattform. Also von daher die Frage, wer fehlt, das ist, kann ich gar nicht, also es gibt auf beiden Seiten eigentlich einen Mangel. Ich glaube, dass sich viele Gründer in Deutschland noch nicht wirklich raustrauen. Wir haben heute ein Ökosystem, das ist wesentlich besser als noch vor 4 Jahren, als vor 6 Jahren sowieso. Da hat man nämlich eine kleine Finanzkrise, weil Lehman Brothers untergegangen ist und infolgedessen kein Kapital mehr investiert wurde. Und 2011 bin ich gestartet, aber das Bedürfnis ist eigentlich 2008 und 2009 entstanden, als der Markt völlig ausgetrocknet war. Und der Markt, das Ökosystem hat sich zum Glück nach vorn bewegt. Wir haben heute eine Situation, wo es sehr viele Acceleratoren gibt, um das mal beispielhaft zu nennen. Selbst die Deutsche Bahn hat einen Accelerator, also da kann man schon ein bisschen in Staunen kommen, finde ich. Aber okay, die ersten Acceleratoren machen auch schon wieder zu, also das Ökosystem hat sich bewegt. Wir haben eine Menge Crowdfunding-Projekte finanzieren können. Was wir noch nicht sehen im Vergleich zu Amerika, so die letzte Bereitschaft, ein Startup zu gründen. Also viele gute Ingenieure, die bleiben heute lieber noch bei Bosch und sonst wo, weil sie da ein sicheres Umfeld haben. Und
nicht die Gewissheit haben, dass sie am Finanzierungsmarkt in Deutschland die eine oder mehrere Millionen einsammeln können, die sie einsammeln müssten. Und deswegen haben wir auf dieser Seite definitiv auch noch einen Nachholbedarf. Und verglichen mit Amerika so als Benchmark haben wir nicht ganz so viele Gründer, aber auch nicht ganz so viel Kapital. Also wir haben eigentlich auf beiden Seiten deutlich Nachholbedarf. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Jens-Uwe Sauer, für den ersten Input. Jetzt kennen wir quasi die Marktteilnehmer, die Player auf dem Markt und wechseln so ein bisschen die Seite zu denjenigen, die diesen Markt gestalten können oder versuchen zu gestalten und Einfluss zu nehmen auf die Regulierer, vielleicht auch irgendwann selbst regulieren können und wollen. Unser vierter Gast hier links neben mir, beziehungsweise rechts neben mir, ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, hat lange zu dem Thema Innovation und Wachstum geforscht, unter anderem an deutschen Unis, aber auch an der London School of Economics. Dann ist er 2001 in die Europäische Kommission nach Brüssel gewechselt, dort zunächst im Industriepolitikreferat unterwegs gewesen, hat sich um die Koordination von Industrie- und Wettbewerbspolitik gekümmert, ist seit 2011 Principal Economist im Referat KMU-Zugang zu Finanzmitteln. Genau, der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum der Europäischen Kommission will den Zugang für kleine und mittlere Unternehmen zu Crowdfunding und Börsen verbessern, kennt also die Regulierung, kennt den Markt in ganz Europa, ganz besonders in Österreich, wo er sehr viel unterwegs ist und Politiker und Institutionen berät. Und ganz nebenbei ist mir eben aufgefallen, sind Sie Borussia Mönchengladbach-Fan, das will ich nicht unerwähnt lassen. Herzlich willkommen, Joachim Schwerin. Ich habe das jetzt so gesagt, dass Sie so ein bisschen neben dem Markt stehen und den beobachten und mitgestalten. Sie sind aber auch selber Investor und haben schon Crowdfunding bzw. Crowdinvesting mitgemacht. Was haben Sie genau investiert und was begeistert Sie persönlich daran? Ja, erstmal freut es mich sehr, dass ich hier bin. Es ist richtig, dass ich ein bisschen rumgespielt habe mit verschiedenen Formen von Crowdfunding, allerdings vor allem mit den Reward-Based Crowdfunding-Konzepten, weil es mich einfach interessiert hat, wenn ich mich selber mal auf einer Plattform bewege, womit werde ich konfrontiert, was sind die Anforderungen, folgt man auch den Versprechungen nach. Wenn man mit Dingen politisch beschäftigt ist, sollte man sich schon mal ein bisschen auch damit beschäftigen, wie das Ganze sich aus der Haut eben vom Kleinanleger anfühlt. Es ist so, dass ich bis jetzt die Crowd-Investments an sich nicht gemacht habe, weil das belgische Gesetz sehr restriktiv ist. Ich wohne in Belgien. Ich bin promovierter Volkswirt. Meine Frau ist promovierte Volkswirtin, ist Professorin an der Universität für Volkswirtschaftslehre. Aber meine Bank ist der Ansicht, dass wir zu dumm sind, um in besondere Risikoklassen, besonders große Risikoklassen reinzugehen. Das ist natürlich etwas, wo ich noch ein Gespräch mit meiner Bank führen muss, aber das liegt nicht an meiner Bank, das ist bei allen Banken so. Das ist ein Punkt, auf den wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden. Es geht halt bei der Frage, wer ist letztlich als Kleinanleger in der Lage, auch intellektuell in der Lage, Crowd-Investing machen zu können, dass es eben nicht nur um irgendwelche ja, sehr hohen Beträge oder sowas angeht, sondern viele Leute sind eigentlich in der Lage, die man nur von den Institutionen her dazu in die Lage versetzen sollte. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist im Bereich des Sportes, mich interessiert sehr Crowdfunding im Sport. Ich habe zum Beispiel die belgischen Bobdamen unterstützt, die haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, weil die keinen großen Verband hinter sich hatten. Nun mag man sich fragen, Belgien, Damen, Bob fahren, wo sind da die Berge? Die Damen sind knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschraubt bei der letzten Olympiade in Sotschi und haben eine fantastische Kampagne aufgestellt. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo man eben auch bestimmte Dinge unterstützen kann, wo man einen Return hat, der nicht finanziell ist. Und dafür geht es für mich im Wesentlichen auch beim Crowdfunding, dass es um Dinge geht, wo der finanzielle Return irgendwo auch eine Rolle spielt, aber wo der Benefit für uns häufig auch über das Finanzielle hinausgeht. Ganz einfach, weil wir Dinge tun wollen, die wir für die Gesellschaft als nützlich ansehen. Und da sehe ich eigentlich den erheblichen Mehrwert von Crowdfunding. Okay, vielen Dank, Herr Schwerin, für den Anfang. Wir wollen jetzt mal diese letzten Jahre, die ersten Erfahrungen mit Crowdfunding so ein bisschen uns vergegenwärtigen und uns überlegen, was können wir eigentlich lernen, was haben wir eigentlich gelernt in diesen 4 Jahren, was hat sich vielleicht auch verändert. Bevor ich das mache, ganz kurz, mein Name ist Jens Tönnesmann, ich bin selber Journalist, gucke mir das also auch so ein bisschen von außen an, habe aber auch schon mal investiert, allerdings nie über Crowdinvesting, sondern eher über Crowdfunding. Und was ich interessant finde, ist, dass dieses Crowdfunding, also zum Beispiel über Kickstarter irgendwie die Pebble-Uhr oder den Panono-Ball gekauft, dass dieses Crowdfunding auch Rendite abwerfen kann, weil diese Produkte, sobald man sie dann bekommt, auf einmal mehr wert sind, als man dafür bezahlt hat. Also theoretisch könnte man das auch aus Rendite
Triebtun tue ich nicht, sondern aus Begeisterung. Aber ich finde es sehr spannend und ich würde gerne wissen von Ihnen, Herr Staudinger, für den Beginn, wenn Sie so gucken, wer hat eigentlich bei Ihnen investiert, was sind das für Leute, was haben Sie in den letzten Jahren dafür Erfahrungen gemacht? Wie gehen Sie auch mit denen um? Ich habe das Gefühl, dass das so quer durchgeht. Das sind wohlhabende Leute, aber ein Arbeiter, der bei uns so als Alkoholiker angefangen hat, hat dann das Saufen aufgehört, dann hat er die Schulden gezahlt und die ersten 5.000 Euro, die er sich erspart hat, hat er bei uns in die Firma eingelegt. Und er ist wahnsinnig stolz darauf, dass er seiner Firma, die ihm Arbeit gibt, da hilft. Und im Grunde genommen ich stelle mir vor einem neuen Phänomen. Crowdfunding ist unter anderem deshalb so leicht geworden, weil Millionen Deutsche und Österreicher einen Zorn auf die Bank haben und ihr Geld nicht mehr bei der Bank liegen haben wollen, sondern in irgendeinem sinnvollen Projekt, in irgendwas, wo sie das Gefühl haben, da macht mein Geld keinen Blödsinn, sondern was Sinnvolles. Und wir haben zum Beispiel im April 2014 eine E-Mail verschickt an Leute, die uns schon mal signalisiert haben, dass sie uns Geld borgen wollen. Und wir haben gesagt, wir wollen einen neuen Werksverkauf bauen, weil der alte zu klein geworden ist, wir brauchen wieder Geld. Und das E-Mail ist an einem Freitag in der Früh ausgegangen und am Freitag auf die Nacht haben wir Zusagen in der Höhe von 780.000 Euro gehabt. Und innerhalb von 2 Wochen waren Zusagen in der Höhe von 2,9 Millionen da. Und das war dann wieder ein bisschen peinlich, weil wir sagen haben müssen, so viel Kohle braucht man nicht, wir wollen sie in kleinen Portionen abprüfen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und jetzt haben wir Wartelisten von 3 Millionen, die gern bei uns einer möchten. Und wir sagen dann uns laut, jetzt brauchen wir die Kohle nicht. Können Sie vielleicht einmal kurz erklären, was die dafür bekommen? Also was kriegen die mit? Jetzt, wir haben im Jahr 2003 angefangen und damals habe ich gesagt, ich möchte euch dieselben Zinsen geben, die der Bank geben müsst. Das waren damals 4%. Und im Wesentlichen haben wir all die 12 Jahre rund 4% Zinsen gezahlt, die wir immer im Dezember ausgeschüttet haben. Und vor 2 Jahren haben wir angefangen, dass die Leute sagen können, wie lange sie das Geld bei uns liegen lassen wollen. Und wir geben jetzt Zinsen zwischen 2% und 4% und haben quasi eine große Warteliste vor der Tür in jedem Bereich. Was hast du nur gefragt? Also sie kriegen Zinsen und ich wollte eigentlich nie, dass das Kapital das Sagen hat. Ich wollte, dass die Leute das sagen haben, die Arbeit machen und dass das Kapital was ist, ein Darlehensgeber, aber nicht ein mitbestimmender Faktor. Okay. Welche Wut, wir haben es ja gerade gehört, welche Wut haben Sie auf die Banken, Herr Sieber, dass Sie angefangen haben, in Crowd-Investing zu gehen und was haben Sie in diesen Jahren gelernt? Also können Sie heute besser unterscheiden, wo es sich lohnt und wo es sich nicht lohnt? Also Wut ist vielleicht ein bisschen extrem gesagt, weil ich bin ja auch hauptberuflich bei Banken und Versicherungen unterwegs. Also von daher ist es an der Stelle jetzt keine Wut oder so. Es ist halt einfach, wie gesagt, eine transparente Anlageform, wo man wirklich auch sieht, wo kommt es an. Und das macht mir einfach Spaß an der Stelle. Und gelernt würde ich schon sagen, dass ich hoffentlich einiges habe. Also ich habe mich da mit dem Thema auch länger beschäftigt und habe ich auch mal Bücher gelesen. Also es lief eigentlich mehr so, dass man, also ich habe angefangen, die ersten Investments bei Seedmatch zu tun, in 2011. Und dann war es so, ja, jetzt möchte ich mehr darüber wissen. Und dann lese ich ein Buch, dann investiere ich wieder, dann lese ich wieder ein Buch und dann kommt man irgendwie vom 100. ins 1000. und irgendwann kennt man sich doch einigermaßen aus in der Sache. Und was ich halt noch sagen wollte, ist auch in Richtung dieser finanziellen Bildung und so, wo wir auch mal gesprochen haben, weil dazu würde ich nämlich auch gerne noch mal ein bisschen Bezug nehmen. Das ist auch was mir bei der Finanzberatung aufgefallen ist.
Viele wissen gar nicht so richtig, wie Geld funktioniert und rennen deswegen vielleicht auch zur Bank oder so und sagen, die müssten jetzt dann mein Geld anlegen und sehen dann, es funktioniert nicht. Und das ist für mich jetzt auch nochmal eine Stellschraube, gerade diese finanzielle Bildung zu erhöhen, um vielleicht da an der Stelle dann auch nochmal ein bisschen was machen zu können. Okay, vielen Dank, Herr Siebert. Herr Sauer, wenn Sie so zurückgucken, bei Seedmatch hat sich ja einiges verändert. Ich meine, Sie waren der Pionier, aber trotzdem haben Sie Ihr Modell ein bisschen verändert. Sie haben die Art und Weise, wie die Investoren sich beteiligen oder wie die investieren, haben Sie verändert. Was waren so für Sie die wichtigsten Punkte? Was haben Sie in diesen Jahren mitgenommen? Also der schwierigste Punkt war 2009 ein Konzept zu entwickeln, weil wir hatten so ein bisschen die Challenge, dass wir ein weißes Papier hatten und es gerne Vorlagen gab und die Juristen oder sagen wir mal Rechtsanwälte ja ganz gern Dinge verkaufen, die sie im Zweifelsfall schon mal gemacht haben, weil sie nämlich am Ende dafür haften müssen. Und es war extrem schwierig, dieses Modell zu konstruieren, dass man online eine Unternehmensbeteiligung, eine stille Beteiligung erwirbt. Das gab es bis dato offensichtlich nicht. Das war mal so der ganz schwierige Punkt. Wir glaubten damals, dass wir mit der stillen Beteiligung ein Gleichgewicht finden können zwischen den Schutz- und Informationsbedürfnissen und Mitsprachebedürfnissen eines Investors und den Bedürfnissen entscheiden und handeln und wachsen zu können eines Startups. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Also es hat einigermaßen funktioniert. Wir haben ein paar Korrekturen vorgenommen. Und dann hat das Ganze ja ein bisschen Fahrt aufgenommen und wir kamen eben, die Crowd ist gewachsen, dank Herrn Siebert und einigen anderen der ersten Stunde, dass wir nach anderthalb Jahren eine Lösung brauchten, die über 100.000 hinausgeht. Und die Stimmbeteiligungen, die waren eben oder sind wahrscheinlich immer noch prospektpflichtig ab einem Betrag von über 100.000. Und wir sind damals haben wir uns überlegt, also gar nicht um Ausweichtatbestände zu schaffen, sondern haben uns einfach überlegt, was ist ein schlanker Entwurf, um mehr als 100.000 ohne Prospekt einsammeln zu können, ohne diese Kosten, was wir da gerade in dem Vortrag gehört haben, nicht übermäßige Kosten zu haben. Also ich will, wenn ich 200.000 Euro einsammle, nicht erst mal mit 50.000 ins Risiko gehen und am Ende gar nicht zu wissen, ob ich die 200.000 wirklich einsammle. Also haben wir nach einer Lösung gesucht und im partiarischen Nachhang Darlehen gefunden und sind damit erstmalig dann über 100.000 hinausgegangen, ohne dass wir ein Prospekt erstellen lassen mussten. Ich meine, ich habe auch gar nichts gegen Prospekte. Wir haben jetzt auf der dritten Plattform mit Wertpapieren, der ist Prospektenstandard. Die Schwierigkeit aber in der Frühphase ist, dass man mit so einem Prospekt, das ist völlig überdimensioniert ist für ein Startup. Erstens gibt es mal ein Konzept oder einen Plan oder irgendwie eine Produktidee, da ist gar nicht viel da, was man prüfen kann. Also auch, wo man eine Due Diligence drauflegen kann, das sind einfach nicht 80 Papierordner, die man durchforsten müsste, weil das junge Unternehmen sind und die relativ lean und clean daherkommen. Die andere Schwierigkeit bei einem Prospekt ist, dass man kein Forecast mehr machen kann. Also auch ganz wichtiges Signal an die Juristen. Man kann keine Vorhersage, man kann keinen Finanzplan auf 5 Jahre erstellen, weil kein Wirtschaftsprüfer dieser Welt würde da seinen Stempel drunter setzen. Und was keinen Stempel drunter hat, darf man wiederum im Prospekt nicht nutzen. Also habe ich ein Startup ohne irgendwie einen Forecast. Funktioniert das so gar nicht. Also dann hatten wir die patriarchischen Darlehen und die haben wir ja bis heute und dann gab es eben die Phase vor dem Kleinanlegerschutzgesetz und jetzt haben wir die Phase danach, da gehen Sie sicherlich noch drauf ein. Jetzt sind wir aber schon in die übernächste Phase eingestiegen, nämlich wie gerade schon angedeutet mit unserer dritten Plattform, mit Metheny, begeben wir Wertpapiere und gehen einfach regulatorisch nochmal in ein ganz anderes Segment, bedienen uns an dem Wertpapierhandelsgesetz und haben eben die Möglichkeit, eben mit handelbaren Wertpapieren zu agieren. Warum tun wir das? Die Crowd hat immer danach geschrien, Herr Siebert kann es vielleicht bestätigen, dass solche Anteile handelbar sein sollten, ist aber schwierig regulatorisch. Jetzt haben wir Wertpapiere und mit Wertpapieren kann man handeln und ich glaube, in den Wertpapieren wird so ein bisschen die Zukunft liegen. Vielen Dank. Herr Schwerin, eigentlich ist ja dieses Crowd-Investing auch deswegen so interessant, zum Beispiel auch für Journalisten oder vielleicht auch für Wissenschaftler, weil ja unheimlich viele
Daten dabei entstehen. Sehr vieles geschieht transparent. Man sieht, welche Runden, in welcher Höhe, wie schnell passiert das, wie viele Kommentare gehen ein. Also man kriegt unheimlich viel mit. Können Sie aus diesen oder können Sie jetzt rückblickend sagen, wir haben so viel Einblick auf diese Weise, dass wir sagen können, Crowd Investing ist eine gute Sache, das ist was, was sowohl den Unternehmen als auch den Anlegern hilft? Oder würden Sie sich manchmal mehr Informationen wünschen? Nein, ich finde, dass man grundsätzlich sagen kann, unabhängig von der Frage, wie viele Daten man nun genau hat, in welchem Kontext, dass Crowdinvesting eine gute Sache ist, wie Crowdfunding insgesamt eine gute Sache ist. Man soll ja eines nicht vergessen, Crowdfunding und auch Crowdinvesting sind nicht Dinge, die jetzt gerade erfunden wurden, sondern das sind Dinge, die es seit sehr, sehr langer Zeit gibt, die früher unter anderem Namen firmiert haben, die schon vor Hunderten von Jahren aufgekommen sind in bestimmten Kontexten. Ich bin Ökonom, ich definiere die Dinge gerne funktional relativ breit. Wenn sich eine Organisation über die Masse in dieser Form finanzieren lässt, ob übers Internet oder nicht, dann sind das bestimmte Formen von Crowdfunding natürlich, wo man sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte schon hat. Es kommt jetzt natürlich einiges zusammen, was zum Boom beiträgt. Man soll vielleicht ja auch nicht überschätzen, wie viele Daten man jetzt bereits hat. Der Markt ist noch sehr klein, die Wachstumsraten sind sehr hoch. Wir haben in Europa letztes Jahr insgesamt für Crowdfunding als Ganzes ein Volumen gehabt von ungefähr 3 Milliarden Euro, 5% davon in Deutschland, ein Siebtel etwa davon in Crowdinvesting. Das sind noch sehr überschaubare Größenordnungen, ja auch aus verschiedenen Gründen, aber natürlich sehr transparente Dinge. Wir erwarten da eine starke weitere Steigerung, weil halt auf der einen Seite diese gewachsenen Konzepte jetzt nochmal in einen ganz anderen Kontext gesetzt werden. Zum einen, weil wir Web 2.0 basierte Anwendungen haben, wir haben die Plattformen, wir haben mehr Transparenz, wir haben die Interaktivität, die häufig auch für Unternehmer ein Problem darstellt. Nicht jeder, der gerne Crowdfunding oder Crowdinvesting machen möchte als Unternehmer, hat auch, ich sage mal, die Social Skills, um hier eine erfolgreiche Kampagne auch zu machen. Wir versuchen natürlich auch gerade seitens der Kommission, ich bin im Bereich KMU-Zugang zu Finanzmitteln, dass wir auch jetzt dieses Jahr eine Broschüre rausgegeben haben und erklären, was sind die verschiedenen Spielarten von Crowdfunding, was ist Crowdinvesting. Nicht jeder, der einen Mikrokredit braucht und bei seiner Bank nicht erfolgreich war, weil die sich dafür nicht interessiert hat aus irgendwelchen Gründen, ist jetzt in der Lage, das zu machen und zu sagen, ich komme jetzt überhaupt mit diesen ganzen Dingen zurecht. Das ist eine schwierige Herausforderung. Aber es ist halt etwas, was im Moment sehr befördert wird, auch durch das Umfeld, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Und das ist natürlich insbesondere, dass wir als Kleinanleger, und das sind die meisten von uns in diesem Raum, zunehmend mit negativen Realzinssätzen auch konfrontiert werden von unseren Bankeinlagen. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, sich über die Banken aufzuregen. Die Banken sind auch nur das Resultat der Politik, die für die Banken betrieben wird, sondern es ist einfach nur die Frage, welche Alternativen hat man. Und hier haben wir schon genug Anhaltspunkte, um jetzt zu sagen, wir beobachten seit 3 Jahren den Markt sehr, sehr intensiv seitens der Kommission, um zu sagen, dass Crowdinvesting etwas ist, was wir absolut auch politisch unterstützen wollen. Wir haben das auch vor 3 Wochen nochmal gesagt, als wir den neuen Aktionsplan zur Kapitalmarktunion rausgegeben haben. Das ist unser neues Konzept sozusagen, wo ja, es fast anfängt mit Crowdfunding, auch Crowdinvesting in bestimmter Form, weil wir einfach sagen, das ist die Zukunft. Das ist keine einfach irgendwie neue Finanzierungsform on top zu anderen Finanzierungsformen, sondern es ist etwas, wo man Gruppen erschließt als Finanziers, als Investoren, die bis jetzt noch nicht diese Investoren waren. Und wenn die durch die Transparenz, durch konkrete Beispiele sehen, wie das funktioniert, wenn man sich online anschauen kann, was ist die Art von Interaktion, auch der Mehrwert für die Unternehmen, aber auch das Interesse für die Kleinanleger, was eben dann durch diese von Ihnen angesprochenen Daten kommt, dann wird hier eben auch ein Erziehungsauftrag erfüllt, wo Leute dann anfangen, mit sehr kleinen Beträgen auch zu experimentieren. Und wenn sie sehen, das macht Spaß, dass es erfolgreich in die größeren Beiträge reingeht. Das ist etwas, Crowdfunding ist etwas, und ich denke, das ist vielleicht meine abschließende Bemerkung zum Eingang. Crowdfunding, auch Crowdinvesting, ist nicht nur Finanzierung. Crowdfunding und Crowdinvesting ist Demokratisierung. Und wir sind in Zeiten, wo Demokratisierung notwendig ist, weil das, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten, auch schon länger, auf den Finanz- und Kapitalmärkten, ist natürlich, dass man aus bestimmten Gründen hingegangen ist und gesagt hat, man trennt den Geldgeber vom Geldnehmer und fügt in die Mitte eine Unzahl von Intermediären ein, angeblich aus Risikoschutz, aus Anlegerschutz, aus was auch immer. Und inzwischen weiß die linke Seite nicht mehr, was die rechte Seite tut und umgekehrt. Und Crowdfunding, Crowdinvesting ist etwas, was versucht, diese Intermediäre daraus zu bringen.
Deswegen finde ich auch, sagen wir mal, diesen deutschen Ansatz sehr speziell, um es wertneutral auszudrücken, dass man eben, wenn man bestimmte Formen von Crowdfunding macht, immer noch die Bank dabei haben muss. Ich meine, das ist natürlich irgendwo vielleicht nicht ganz der Sinn der Sache. Und deswegen würde ich sagen, egal wie die Daten aussehen, Crowdinvesting als solches ist grundsätzlich nur positiv zu bewerten. Natürlich muss man, wie bei jeder anderen Form, wo es auch um Geld geht, gucken, bestimmte Risiken einzudämmen. Aber das muss man natürlich punktgenau machen und kann nicht hingehen und sagen, wir haben hier 40 allgemeine Risiken und die treffen auch irgendwo auf Crowdinvesting zu und damit ist das ein Problem, so einfach ist es nicht. Ich habe noch eine Frage an Jens-Uwe Sauer. Also wenn man sich anguckt, gerade wenn es um Daten und Transparenz geht, ich habe jetzt neulich gesehen, Companisto hat irgendwie mal ausgerechnet, welche Wertsteigerungen gab es für die Investoren in den letzten Jahren, um einfach auch mal zu zeigen, dass sich das lohnen kann, auch wenn man noch nicht so viele Exits gesehen hat. Es gibt ja eine Studie von Herrn Hornhof, wo auch mal so ein bisschen untersucht wurde, wie laufen eigentlich so Finanzierungszyklen ab, und ich habe mich gefragt, warum gibt es bei Seedmatch solche Daten nicht und warum haben Sie zum Beispiel auch bei dieser Studie nicht bereitwillig Ihre Daten anonymisiert zur Verfügung gestellt, sondern sind da so ein bisschen vorsichtig? Das hat verschiedene Gründe. Also das, was Companisto gemacht hat, ist ein smarter Move, das mal auszurechnen. Man hat immer eine gewisse Ungenauigkeit drin. Man kann also nicht genau sagen, wo liegt es wirklich. Spannend ist natürlich zu sagen, ich habe einen Euro investiert über die gesamte Zeit, liege ich jetzt über eins oder unter eins. Das ist eine Zahl, eine Kennzahl, ein Index, an dem wir auch schon seit längerem entwickeln. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, wir haben jetzt demnächst wahrscheinlich den ersten Exit, da laufen entsprechende Vertragsverhandlungen und das partiarische Darlehen, das hängt ja an der Gesellschaft dran, während ja der Exit einer GmbH über die Gesellschaft läuft. Das ist so ein bisschen so die Unterschiedlichkeit der Aufhängung, was es ein bisschen schwierig macht, dann Informationsbedürfnis rauszubekommen, wenn man an dieser GmbH dranhängt. Soll heißen, es gibt demnächst einen Exit und es ist eben nicht ganz leicht, an die Information zu kommen, an die Exit-Höhe. Also wir haben das natürlich und wir kriegen das über Anwälte und dürfen aber damit nicht nach außen gehen, weil eben die Parteien vereinbart haben, dass es dann Stillschweigen gibt. Und dann sind uns so ein bisschen die Hände gebunden und da muss man halt einen Weg finden, das ein bisschen zu anonymisieren oder auch nicht. Und deswegen ist es so eine ganz schwierige Gemengelage. Also ja, es gibt einige Startups, die gut laufen und das wollen wir auch zeigen. Es gibt viele Startups, die müssen kämpfen. Das sieht man auch in den Quartalreportings. War uns wichtig von Anfang an, dass man als Crowdinvestor nicht am langen Arm abtropft und nie wieder Informationen bekommt, nur einmal Interessantes für das Startup im Finanzierungszeitpunkt, sondern wir wollten aus dem Crowdfunding ein Crowdsourcing machen, was eben über die gesamte Laufzeit auch funktioniert. Das bedeutet, die Crowd ist involviert kann an verschiedene Dinge vielleicht herangezogen werden. Auf der anderen Seite bekommt eben die Crowd mal ein Quartalsreporting mit ein paar Pflichtzahlen und darüber hinaus kann eben auch noch eine Kür geleistet werden. Und das ist natürlich auch ein Instrument, was der Crowd sehr deutlich macht, wo ein Startup gerade steht und dass nicht jeder ambitionierte Startup-Plan sich wirklich eins zu eins umsetzt, sondern dass es in immer wieder Umfallen und Aufstehen ist und immer wieder ein Pivot braucht und ein Neuausrichten, weil eben nicht jeder Ansatz und nicht jeder USP sich wirklich dann in den Markterfolg verwandelt. Wir haben ja eben ganz am Anfang diese Forschungsprojekte gesehen, die es gibt, und haben da gesehen, dass die Kurve, was Beteiligung angeht, nach unten gezeigt hat. Also Beteiligung, wie sind die Crowd-Investoren, können die sich einbringen in das Unternehmen, aber dass auch diese Kurve, wie viel Informationen bekommen die Investoren eigentlich in den letzten Jahren, eher ein bisschen nach unten gegangen ist, sich jetzt wieder erholt. Wie haben Sie das erlebt, Herr Siebert? Fühlen Sie sich gut informiert von Ihren 18 Investments und welche Unterschiede gibt es da auch? Also es ist tatsächlich sehr durchwachsen, muss man sagen. Also es gibt einige Unternehmen in meinen Beteiligungen, die machen das sehr gut. Da kriegt man auch pünktlich die Quartalsreportings. Und es gibt einige, von denen hört man relativ wenig. Und das ist tatsächlich ein Ärgernis, muss ich sagen. Wenn man Quartalsberichte nicht bekommt, wenn man nicht weiß, wo steht denn das eigentlich? Und auch so Sachen wie Stillschweigen vereinbaren. Wenn ich irgendwo über ein partiarisches Nachrangdarlehen irgendwo auch eine Exit-Beteiligung habe und dann wird da Stillschweigen bewahrt und man bekommt das nicht mit, das macht es sehr intransparent. Da weiß man nicht, was passiert.
Gut, man kann es auf der anderen Seite auch fragen, was will ich denn mit den Informationen machen, wenn der Markt eh illiquide ist? Nur, ich kann ja mein Risiko gar nicht mehr abschätzen, wie mein Portfolio aussieht, wenn ich keine Informationen habe, wie es den Investments geht. Weil es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich jetzt in einem Startup drin bin, was gerade so sich über Wasser hält oder wo es wirklich ganz gut läuft. Und das sind so weiche Faktoren, die man durchaus aus seinem Quartalsbericht mit rausziehen kann. Mal konkret gesprochen, als es bei Ihnen im Portfolio eine Pleite gab, hat Sie das aus allen Wolken fallen lassen oder haben Sie bei dem Unternehmen dann schon damit gerechnet, weil Sie eben gesehen haben, okay, die Quartalsberichte, da stimmt irgendwie das nicht so, wie es sein soll, oder ist das wirklich auch für Sie eine Überraschung gewesen als Investor? Auch hier teils, teils. Also es gab Pleiten, die haben sich natürlich abgezeichnet, weil man schon gemerkt hat, der Finanzplan und der Businessplan wird so nicht eintreten, wie er ist. Und es gab auch Pleiten, wo dann beispielsweise eine Folgefinanzierung nicht funktioniert hat oder so, wo man dann gesagt hat, oh, jetzt sind wir auf einmal, hätten wir eigentlich, ja, sind wir schon weg. Mhm. Ah ja. Wie machen Sie das, Herr Staudinger? Also wir haben ja schon gehört, dass Sie einfach eine Mail rausschicken, dann kommt sofort Feedback. Wie informieren Sie Ihre Geldgeber? Da möchte ich eine kurze Vorgeschichte erzählen. Der Chef von der FMA hat im Radio in Österreich erzählt, dass meine Methode, Geld einzusammeln, besonders perfid ist, weil wir nennen unser System GEA Sparverein und alle Österreicherinnen wissen, dass es auf Spareinlagen eine staatliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro gibt. Und dann hat er gesagt, dieses Wissen missbrauche ich, darum nenne ich es Sparverein. Und wenn dann doch was schief geht, stehen die Leute bei der FMA auf der Tacken und beschweren sie, dass die Aufsichtspflicht nicht ordentlich genommen haben. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, lieber Herr Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern. Und parallel dazu habe ich meine Geldgeberinnen bittet, sie mögen unterschreiben, dass sie wissen, dass sie erstens kein Anrecht auf staatliche Einlagensicherung haben, zweitens die Bevormundung durch Staat und FMA nicht dulden und drittens auf den Schutz durch die FMA verzichten. Und dann habe ich geschrieben, lieber Herr Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern, unser System muss ja gar nicht Sparverein heißen. Wir nennen es ab sofort Apfelbäumchen. Apfelbäumchen, hergeleitet vom Satz von Martin Luther, wenn ich wisse, dass morgen die Welt untergangen wird, die heute nur ein Apfelbäumchen setzen. Und jetzt haben wir unser System Apfelbäumchen, wo 350 Leute rund 5 Millionen Euro einbracht haben. Und das finde ich so schön, was Sie gesagt haben, die Demokratisierung vom Geld und der Einlage. Wir veranstalten einmal im Jahr einen sogenannten Apfelbäumchen-Tag, da laden wir alle Leute ein, dass zu uns kommen und wir sagen ja, was wir mit ihrem Geld gemacht haben. Und Steuerberater und Buchhalter, alle sind da und alle Fragen sind erlaubt. Und das war heuer im Sommer so was Tolles, dass ich finde, das ist in Wirklichkeit eine Bildungsveranstaltung, wie interessant und lebendig Geld und Wirtschaft sein könnten. Und dem Herrn Schwerin muss ich ausdrücklich danken. Meine Geschichte hat in Österreich einen Riesenskandal ausgelöst. Und dieser Skandal war dann der Treibsatz zu einer neuen Gesetzgebung, die am 1. September 2015 abgeschlossen worden ist. Und da hat die EU diesen Prozess ganz, ganz eindeutig unterstützt, dass unser Gesetz jetzt ziemlich liberal und großzügig ist. Und alles, was mir vorgeworfen worden ist als illegales Bankgeschäft, ist seit 1. September in Österreich legal. Und diese tausenden Argumente für den Anlegerschutz kommen häufig außer als ein de facto Bankenschutz, weil viele dieser Argumente ja blanke Heuchelei sind, weil viele, die alle diese Gesetze eingehalten haben, in Wirklichkeit Milliarden versenkt haben. In Österreich ist berühmt der Skandal mit dem Meindl, Schadensvolumen rund 1 Milliarde Euro. Der hat alle diese Prospekt und alles hat er erfüllt gehabt. Das war
Eine Kleinigkeit, Alpine Bau, 600 Millionen Schadenssumme. Auer von Welsbach, 600 Millionen Schadenssumme. Und bei Privatinvestment, da will man dann plötzlich auf 5.000 Euro regulieren, während jeden Tag unzählige Leute Auto kaufen, das sie sich nicht leisten können und das ist alles gut. Und jetzt glaube ich, dass wenn sich einer entscheidet, in ein privates Projekt zu investieren, dann überlegt er sich das viel, viel gründlicher als ein Autokauf, wo die ganze Verführungsmaschinerie permanent im Gang ist. Okay, vielen Dank, Herr Siebert. Sie wollen da direkt. Weil das finde ich nämlich ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen, jetzt wo ich Privatleute beraten hatte bei Finanzen, dass viele, die kaufen sich Häuser, Autos, das können sie sich eigentlich gar nicht leisten. Wenn man wirklich mal hinter die Fassade guckt, sind sie eigentlich pleite, aber trotzdem wird da rein investiert und da kommt keiner, der sagt, hier können Sie sich das Haus überhaupt leisten, klicken Sie jetzt mal hier verschiedene Sachen an, machen Sie eine Schulung oder sowas, aber dann ja maximal 1.000 Euro irgendwo rein investieren. Also es ist schon irgendwo so, ja, das passt einfach nicht zusammen an der Stelle. Lass uns gleich so ein bisschen auch zu der Frage der Regulierung führen. Trotzdem nochmal, Herr Sauer, dieses Thema Kommunikation zwischen Startups und Investoren. Sie sind ja auch ganz nah dran, Sie kriegen das mit. Sie haben ja auch die Fälle erlebt, wo Unternehmen es nicht geschafft haben und da auch eine ganz große Bandbreite kennengelernt. Was ist denn sozusagen gute Kommunikationspolitik von Startups und welche Negativfälle oder welche negativen Dinge sollte man quasi vermeiden als Unternehmen? Ich glaube, man sollte sich so ein bisschen als Startup auf Augenhöhe mit den Investoren begeben. Man darf das nicht als notwendiges Übel betrachten, sondern man muss das sehr ernst meinen. Ich meine, wenn man in dem Moment, wo man das Cash braucht, meint man es vielleicht sehr ernst, aber das reicht gar nicht aus, sondern man muss es mit dem Finanzierungsweg sehr ernst meinen. Man muss die Crowd wollen, man muss am besten schon eine Idee haben, dass man da das Ganze auf noch mehr Crowdsourcing aufbauen will. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wesentlich. Wir hatten mal eine Pleite, die hat uns als Plattform nicht gut getan, weil der Gründer enorm ungeschickt, schlecht und ich weiß gar nicht, wie noch mit der Crowd kommuniziert hat. Das war schon sehr Shitstorm-verdächtig. Ein paar Wochen später ging ein anderes Startup pleite und der Gründer hat mit der Crowd ganz anders kommuniziert, hat sie immer abgeholt und alles erklärt und die Fragen lieber dreimal beantwortet als einmal zu wenig. Und die Reaktionen waren 180 Grad unterschiedlich. Also in beiden Fällen war das Geld weg, die Pleite. Investoren haben nichts bekommen. Auf der einen Seite sehr viel Ärger bei der Crowd. Auf der anderen Seite hat man dem Gründer noch auf die Schultern geklopft und hat gesagt, Oliver, wenn du mal wieder was gründest, sind wir vielleicht wieder dabei. Die Crowd hat eben noch das Lager leer gekauft. Und das hat eben mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube, Kommunikation und die dahinterliegende Geisteshaltung ist ganz elementar für Crowdfunding. Wir haben jetzt dieses Jahr eine Stagnation, ja, also eine ähnlich hohe Summe beim Crowdinvesting wie im vergangenen Jahr, nachdem es ja erstmal sehr stark angestiegen ist. Herr Schwerin, wenn Sie das so von außen beobachten, liegt das auch an der Kommunikation, die bisher stattgefunden hat, auch in den Krisenfällen, dass das nicht immer perfekt war, dass die Leute jetzt vorsichtiger werden oder nicht mehr so ganz euphorisch da reingehen oder woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ich denke nicht, dass das per se an der Kommunikation liegt. Ich meine, es würde jetzt zu weit gehen, wenn ich als völlig Außenstehender jetzt kommentieren würde, wie im Einzelfall die Kommunikation über Plattformen zwischen den beiden Marktseiten funktionieren würde. Ich denke nicht, dass es da ein grundlegendes Problem gibt, sondern ich sehe da sehr viel Engagement auch auf den Erfahrungen, die Herr Sauer gerade genannt hat, dass ich denke, diese Aspekte doch wesentlich besser begriffen worden sind. Ich denke auch, dass das vielleicht ein isolierter Effekt ist. Es ist ja nicht so, dass wir auf europäischer Ebene eine Stagnation haben, jetzt was das Crowdinvesting angeht, sondern es gibt halt bestimmte Märkte, wo das vielleicht der Fall ist, auch weil wir in Deutschland in der jüngsten Vergangenheit halt gerade in diesem Bereich auch ein, zwei große Projekte haben, die natürlich irgendwo die Statistik verzerren. Also das würde ich doch jetzt mal nicht als irgendwie Trendwende oder sowas ansehen wollen. Kommunikation ist natürlich etwas, was
viel weiter noch über diesen Bereich hinausgeht. Wir haben jetzt Kommunikation besprochen als etwas natürlich im unglücklichsten Fall, wenn sozusagen das ganze Geld weg ist zwischen den beiden Marktseiten. Aber Kommunikation ist natürlich auch, diese Dinge dann einzuspeisen in den politischen Prozess und eben den politischen Prozess darzustellen, dass das keine Dinge sind, die nun inhärent im Crowdinvesting sind. Man muss ja fundamental unterscheiden zwischen Dingen, die das Crowdinvesting auch als Risiko hat, weil es halt um Finanzierung geht, und Dinge, die spezifisch für das Crowdinvesting geht. Mir hat bis jetzt noch niemand ein spezifisches Risiko für Crowdinvesting gezeigt, was jetzt hier außergewöhnlich hoch wäre, was es in anderen Finanzmärkten oder Kapitalmärkten nicht gibt. Aber ich glaube, diese Einschätzung hat sich nicht unbedingt bis jetzt in allen, sagen wir mal, politischen Kreisen in allen Ländern herumgesprochen. Und da haben wir halt ein schönes Beispiel. Der Herr Staudinger, der hat mit sehr großem persönlichen Risiko die Diskussion in Österreich nach vorne gebracht. Wir haben hier auch ein Panel, wo wir praktisch nur Experten sitzen haben, die in einer sehr frühen Phase des Marktes mit sehr großem persönlichen Einsatz und Risiko auch die Dinge vorangetrieben haben. Das ist praktisch ein Grundkurs in Marktwirtschaft, und es ist einfach wichtig, dass wir dann eigentlich auch als staatliche Stelle, als Kommission diese Beispiele aufgreifen und versuchen eben den Regierungen in den Mitgliedstaaten zu erklären, dass das eine Chance ist, sich zu platzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon zur Regulierung an sich kommen, aber ich will vielleicht ein, zwei Sätze gerade dazu sagen, weil ich doch immer irgendwie auf das Thema hinsteuere. Wir haben jetzt gerade nochmal bestätigt vor 3 Wochen, dass wir auf europäischer Ebene keine einheitliche Regulierung des Crowdfundings machen werden. Wir werden häufig gefragt, warum macht ihr das nicht, denn ihr reglementiert doch sonst auch alles. Es ist jetzt erstens so, dass wir, sagen wir mal, etwas abkommen, so ein bisschen von dieser Mentalität. Wir haben ja auch gerade eine Konsultation vielleicht auch zur Überregulierung gemacht. Das heißt, vielleicht sollte man das auch ein bisschen zurückschneiden. Das Zweite ist, dies ist ein junger Markt, wo sehr viele Modelle miteinander konkurrieren, sowohl was die Plattformen angeht, was die Projekte angeht, aber eben auch auf Mitgliedstaatsebene, was das politische Design angeht. Wir haben inzwischen 6 oder 7 spezifische Crowdfunding-Gesetze oder Regulierungen in Europa. Da zähle ich jetzt das Kleinanlegerschutzgesetz mit, was eigentlich keine Crowdfunding-Regulierung auf nationaler Ebene ist, sondern es ist eigentlich ein Kleinanlegerschutzgesetz, was auch irgendwo für Crowdfunding gilt mit bestimmten Ausnahmen. Das ist ja kein Förderungs- oder Wirtschaftsförderungsgesetz, sondern es ist einfach halt ein Risikovermeidungsgesetz irgendwo. Aber wir haben eben Beispiele halt wie in Großbritannien sowieso, in Frankreich mit einer Ausnahme, die durch die Bankenlobby reingekommen ist, in Österreich, wo wir sehr innovative Gesetze haben. Und ich denke, das ist das, wo wir dem Markt auch ein bisschen Gestaltungsspielraum ermöglichen sollten und wo wir sagen können, die Kommunikation geht auch dahin, zwischen den verschiedenen staatlichen Stellen, dass man eben klug lernt aus solchen Negativbeispielen, die noch relativ isoliert eben sind, und sich eben positioniert als auch Regelgeber, um eben hier die positiven Effekte zu erhöhen. Und ich würde also sagen, jetzt dieses negative Risiko auch aus diesen Beispielen heraus sehe ich also absolut gar nicht. Okay. Wir haben über dieses negative Beispiel eben gesprochen. Es gibt aber auch ein Erfolgsbeispiel, zumindest erklärt es sich selbst zum Erfolgsbeispiel, nämlich das Unternehmen Cashboard, das in diesem Jahr 48% geboten hat als Rendite, wenn es die Anteile, die es einmal ausgegeben hat, zurückkaufen kann, hat das selbst angepriesen als die größte Rendite, die es bisher im Crowdfunding gab. Wer sich damit länger beschäftigt, weiß, es gab halt auch noch nicht so viele, und hat versucht, von seinen Investoren das wiederzubekommen. Das wurde sehr zwiegespalten aufgenommen. Die einen sagten, toll, dass es das jetzt mal gibt. Die anderen haben gesagt, okay, es ist aber nicht im Verhältnis zu dem Risiko, das man als Investor eingeht. Und was auch kritisiert wurde, war die Kommunikation des Unternehmens, dass das angepriesen hat und gleichzeitig aber sanften Druck ausgeübt hat und gesagt, wenn ihr das jetzt nicht macht, Leute, dann geht ihr das Risiko ein, dass ihr am Ende vielleicht gar nichts bekommt oder weniger bekommt. Also sich eigentlich selber ein bisschen schlecht reden musste, obwohl es dann kurz darauf eine größere Finanzierungsrunde gemacht hat. Also ein sehr umstrittener Fall. Und was ich ganz spannend finde, wir haben heute 2 hier auch am Tisch, die auch Investoren sind bei dem Unternehmen, und der eine ist rausgegangen, der andere nicht. Und ich würde jetzt gerne mal von Uwe Siebert wissen, warum haben Sie sich von dieser Rendite überzeugen lassen? Also ich fand das an der Stelle ein gutes Angebot, und ich muss auch sagen, ich verstehe an der Stelle nur bedingt die Diskussion von der Crowd, weil es ist ein junges Unternehmen. Ein junges Unternehmen ist aber auch immer auf der Suche nach seinem Geschäftsmodell, wo wirklich funktioniert. In dem Fall war es so, das ursprünglich hat nicht so funktioniert, wie man das ursprünglich gedacht hat. Man musste dann andere Wege gehen, diesmal gegangen. Und der Gründer hat einfach gesagt, an der Stelle, liebe Crowd-Investoren, ich möchte euch so stellen, wie wenn es geklappt hätte. Deswegen machen wir euch das Angebot, könnt annehmen oder nicht.
Und für mich war das ein faires Angebot und ich muss auch sagen, ich bin immer noch mit dem Gründer auch in Kontakt und ich fand es gut. Mhm. Herr Sauer, Sie sind dabei geblieben. Cashport hat ja anfangs über Ihre Plattform das Kapital eingesammelt, in 2 Runden, glaube ich. Und als es jetzt darum ging, aussteigen oder nicht, haben Sie sich dafür entschieden, dabei zu bleiben. Haben Sie die Hoffnung, dass da am Ende noch viel mehr rausspringt, als jetzt Herr Siebert bekommen hat? Naja, es geht nicht um Hoffnung. Also ich investiere immer Kleinbeträge und will einfach dabei sein, um einfach als Investor auch ein paar Rechte zu haben gegenüber dem Startup. Natürlich ist Faktor 1,5 ausgezahlt zu bekommen nicht besonders viel. Und dafür geht man kein Venture Investment ein. Wenn man mal überlegt, von 4 Unternehmen gehen 2 pleite, 1 schwächelt, bleibt also so auf der Nulllinie. Und 1 muss die anderen 3 sozusagen mitverdienen, dann müsste man also mit Faktor 4 rausgehen. Von daher wäre es ein schlechter Exit, schlechter rauszugehen. Aber das ist ja sozusagen nicht die Gesamtsituation. Die Gesamtsituation ist ja, dass ja Cashboard als Refined Investment mit einem Modell gestartet ist, um dann im Markt festzustellen, dass diese Strategie so gar nicht funktioniert und dass die Strategie geändert werden muss. Und aus Refund Investment wurde Cashboard und aus Cashboard wurde ein Modell, wo es gar nicht darum ging, kurzfristig Gewinne zu machen und profitabel zu werden, so ein bisschen wie die Investmentverträge bei Seedmatch aufgelegt sind, womit die Multiples funktionieren, sondern Cashboard hat sich entschieden, mit einem Strategieschwenk in den Weg zu gehen, wo es darum geht, Masse zu machen, erstmal große Reichweite aufzubauen und gar nicht profitabel zu sein. Und aus diesem Grund absehbar war, dass die mal ursprünglich geplanten Renditen sich gar nicht erzielen lassen. Und um einfach hier ein bisschen Ärger zu vermeiden, gab es ein Angebot und dem Angebot, ja, man hat eben die Mittel bereitgestellt und aus der Sicht ist es ein faires Angebot. Also ich meine, welches Wachstumunternehmen schneidet denn 50% Rendite raus, anstatt die nach vorn zu investieren in weiteres Wachstum, sondern um sozusagen Investoren an der Stelle einigermaßen fair auszubezahlen. Also von daher in der Gesamtwürdigung finde ich das absolut fair und man wurde ja nicht gezwungen, sondern man konnte eben auch drinbleiben. Herr Siebert, Sie kennen ja jetzt selber, Sie sind selber Investor, Sie kennen aber auch andere Leute, die investiert haben über die Crowd-Investing-Plattform. Wenn wir so uns das Thema Schutz angucken, Regulierung und so weiter, haben Sie sich irgendwann mal selbst oder haben Sie andere Investoren als zu wenig geschützt gesehen und gedacht, Mann, der investiert aber jetzt da irgendwie gerade seine Altersvorsorge? Das ist eine gute Frage. Also da muss ich eigentlich auch wieder den Bogen schließen zu dem, was ich ja vorgesagt hatte mit der finanziellen Bildung. Also letzten Endes finde ich, viel Schutz funktioniert auch darüber, über Wissen. Und wenn jemand weiß, was er tut, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein sehr guter Schutz. Ich meine, die Frage ist auch immer, wovor schütze ich denn einen Investor? Schütze ich ihn vor sich selbst oder schütze ich ihn vor irgendwelchen Betrugsfällen? Und da muss man auch diese Unterscheidung, finde ich, letzten Endes treffen. Und ich glaube, viel Schutz bietet halt einfach, wenn man vielleicht sogar auch in der Schule oder so schon mal gewisse grundlegende Dinge lernt. Also mir ging es zum Beispiel so, ich kam aus dem Studium raus, Mathematik studiert und dann ist erstmal die Frage, was versteuere ich denn jetzt eigentlich? Oh, okay, gut, schade, weiß man jetzt nicht, geht mal zum Steuerberater. Dann auch so, ja, was mache ich denn für die Rente? Ja, ich muss was für die Rente machen. Ja, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Und das sind so Dinge, die lernt man dann halt einfach, weil man links und rechts was hört, dann geht man vielleicht zu einer Bank, dann überlegt man sich, na, die verkaufen ja nur ihre eigenen Produkte, dann geht man zum Unabhängigen und macht halt irgendwie so seinen Weg und findet was und glaubt dann irgendwann jetzt was gelernt zu haben und man weiß ja gar nicht, ob man wirklich richtig liegt oder so. Und das sind Dinge, wenn man das, glaube ich, generell mal angeht, hat man eine Möglichkeit, so dieses Selbstbestimmte, dem Mensch wieder zurückzugeben, weil ich kann immer dann selbstbestimmt sein, wenn ich ja auch mich auf einem gewissen Niveau auskenne. Ich meine, ein Investment ist nicht per se gefährlich, das ist ähnlich wie mit einem Messer. Ein Messer ist auch nicht unbedingt gefährlich. Wenn da ein Chefkoch dahinter steht, dann ist das sicherlich ungefährlicher, wie wenn Jack the Ripper oder so ein Messer hat. Also ich muss als Investor ja eigentlich lernen, wie kann ich die verschiedenen Finanzierungswerkzeuge so verwenden, um meinen Lebensplan aufzubauen. Also jeder hat ja sein eigenes Leben, wo er irgendwelche Prioritäten legt und das zu lernen, was wende ich für welche Situation wie an, das bietet, glaube ich, ziemlich viel Schutz, wenn ich mir dessen bewusst werde dann auch.
Herr Staudinger, Sie haben beschrieben, dass es reichte, wenn Sie eine Mail schreiben, dass dann übers Wochenende oder am selben Tag das Geld quasi da ist. Sie haben auch erzählt, ein Mitarbeiter, der quasi dann selber sein Geld investiert hat, hatten Sie manchmal das Gefühl, Sie müssen Leute bremsen und müssen sagen, stopp, hier investier mal lieber nicht so viel, sei mal lieber vorsichtig, denn so ganz sicher können wir auch nicht versprechen, dass das Geld irgendwie wieder zurückkommt. Oder war das immer allen klar, was Sie da tun? Ich glaube, dass wir insofern einen Vorteil haben, als wir erlebbare Produkte verkaufen. Wir verkaufen im Jahr gut 200.000 Paar Schuhe und da gibt es also unzählige Leute, die in der Qualität vom Schuh eine Vertrauenswürdigkeit erkennen, was in gewisser Weise natürlich auch tatsächlich ist. Und jetzt... Die Möbel halten lang und die Leute schlafen gut, die Schuhe halten lang und die Leute gängen gut und das hilft uns. Und dann haben wir besondere Kundenmagazine, die immer die Frage ernst nehmen, was tun wir da auf der Welt. Und das spüren wir im Grunde genommen alle, dass Konsum alleine zu wenig ist. Und wir spüren auch alle, dass Geld nicht alles ist. Und das kommunizieren wir in unsere Heftel und haben dadurch auch irgendwie eine ganz außergewöhnliche Kundenbildung. Und das mit der Bildung, das habe ich zuerst schon gesagt, dass unser Apfelbäumchentag ohne Zweifel so eine Bildungsveranstaltung ist. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass diese Megaskandale wie Lehman Brothers, Madoff, Hypo Real Estate, das waren alles gebildete Leute. Hochgebildete Leute, die diesen Wahnsinn veranstaltet haben, für den jetzt die Ungebildeten auch zahlen müssen. Und habe ich jetzt vor der Frage wieder was vergessen? Ja, meine Frage wäre ein bisschen mehr gewesen, haben Sie das Gefühl bei Ihren Investoren, bei den Leuten, die Ihnen Geld geliehen haben, dass Sie da mal jemanden bremsen mussten und sagen mussten, du gib mir mal lieber nicht 50.000 Euro, sondern nur 5.000 Euro. Das haben wir auch schon gemacht. Unsere Maximaleinlage ist 50.000 Euro. Und wie ich das formuliert habe, war das damals der Wochenumsatz. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich es von der Bank nicht rauskriege, kriege ich es von der Kasse raus und kann jederzeit 50.000 Euro zurückzahlen. In der Zwischenzeit ist der Wochenumsatz höher und wir haben trotzdem diese Obergrenze eingehalten, für die ich ganz froh bin. Und das, merke ich, ist eine Schwierigkeit. Die Leute geben jetzt das Geld direkt zu uns. Ihre Bereitschaft, uns Geld zu borgen, ist höher, als wir Bedarf haben. Und das eigentliche Limit entsteht in einem Selbstgespräch, wo eigentlich die Bank als Außenstehender ein wertvoller Dialogspartner sein könnte, der eben zweimal und dreimal nachfragt, ist die Kreditwürdigkeit tatsächlich gegeben? Und jetzt sage ich so, ich formuliere unsere Kreditwürdigkeit so wie vor 20 Jahren eine Bank. Und zwar, da war eine solide Bilanz maßgeblich, dann auch die Entwicklung der Bilanzen, gibt es da Aussetzer und. Dann natürlich war ein Warenlager ein Wert und ein Firmengebäude war auch ein Wert. Und jetzt haben wir Warenlager im Wert von 8 Millionen, haben Gebäude, in dem wir schon 7 Millionen eingesteckt haben. Jetzt hat das in meiner Vorstellung einen Wert von 15 Millionen, wo ich nicht so blöd bin, dass ich nicht wüsste, ich kann nicht sofort 15 Millionen realisieren. Aber wenn ich 5 Millionen von Freunden, Kunden, Verwandten und Mitarbeitern habe, dann finde ich, dass das eigentlich eine gesunde Proportion ist. Und trotzdem wollte ich sagen, wenn wir dieses private Finanzieren weitertreiben wollen, dann brauchen wir auch diese Institutionen, wo ein Dritter nachfragt, wie hast du das denn wirklich, wie schaut das wirklich aus? Und dass wir diese Transparenz in einer gewissen Weise auch objektivieren, aber nicht durch diese Klick von Wirtschaftsberatern und Rechtsanwälten, die eben dann 50.000 Euro kosten, dass man ein Prospekt macht. Herr Schwerin, was können wir von dem österreichischen Modell lernen? Sie kennen das Land sehr gut, Sie kennen die Gesetzgebung da sehr gut, Sie wissen auch, was in Deutschland geklappt bzw. nicht geklappt hat. Was sollten wir mitnehmen von dem, was
Herr Staudinger da mit seiner Geschichte auch angestoßen hat. Na, schauen wir uns erstmal die Struktur von Österreich ganz kurz ein, ohne jedes Detail zu gehen. Es ist ein Land, das durch kleine und mittelgroße Unternehmen geprägt ist. Es ist ein Land, was eigentlich eine sehr gute Struktur hat, was die Finanzmärkte angeht. Auch noch ein System von kleinen Hausbanken, die die Unternehmer früher hatten, die natürlich jetzt durch die Finanzkrise und bestimmte Probleme gerade bei einigen Banken auch zum Teil ins Wanken gekommen ist. Aber es ist eigentlich ein Land, was in Europa zu den 5 am meist entwickelten Ländern gehört, was die Infrastruktur, ich komme gleich zu dem Wackler, Herr Staudinger, nicht fluchtartig den Saal verlassen, ich sage noch die andere Seite. Das heißt, der Ausgangspunkt ist sehr, sehr gut. Es hat allerdings natürlich die Situation gegeben, und ich möchte jetzt nichts politisch bewerten. Österreich hat seit langer Zeit eine große Koalition. Ich rede jetzt nicht über Deutschland, ich rede jetzt über Österreich. Ja, das heißt, irgendwelche Quervergleiche machen Sie bitte selber. Und die hat bestimmte Dinge angekündigt im Regierungsprogramm, die sie Schwierigkeiten hatte, irgendwie umzusetzen, gerade weil auch in Österreich, und das ist etwas, was ich nie verstehen werde, insbesondere die Gewerkschaften eigentlich diejenigen waren, die immer am meisten gebremst haben, was das Crowdfunding angeht. Letztlich ist Crowdfunding etwas, wir haben vorhin über Demokratisierung gesprochen, Herr Staudinger und ich, wo man denken könnte, das kommt den kleinen Betrieben, das kommt den Arbeitnehmern zugute, die dann auch verbesserte Arbeitsmarktchancen haben. Es ist einfach eine Frage der Modernisierung. Österreich hatte dann jemand mit dem Herrn Staudinger, der sehr, wie soll ich es jetzt nennen, offensiv das Thema angegangen ist. Und es hat halt zu einigen Diskussionen geführt. Nicht jeder war davon begeistert, aber auf jeden Fall war das Thema eben auf der Tagesordnung. Und dann haben wir aber festgestellt, wenn wir ganz individuell die Leute dort abholen, wo sie sind, die Entscheidungsträger, denen mal erklären, was Crowdfunding eigentlich ist, wo der Nutzen darin liegt, wo die Beispiele liegen, dass es eine Auswirkung hat auf die regionale Wirtschaft, auch gerade für die KMUs, von denen wir reden, dann war auf einmal die Möglichkeit da, doch diesen Bereich sehr, sehr gut voranzutreiben und ein sehr innovatives Gesetz eigentlich zu machen. Und das ist halt etwas, wo ich denke, dass andere Länder vielleicht auch ein bisschen stärker dann auch, obwohl sie es immer sagen, auf die Interessen vielleicht der KMUs besonders mal hören sollten, ins Gespräch gehen sollten, sich einzelne Projekte anschauen sollten, auch mal gerne selber damit experimentieren, um zu sehen, wie das funktioniert. Es ist natürlich, und da kommt jetzt vielleicht auch Herr Staudinger Ihre Handbewegung rein, wir machen natürlich Umfragen in allen Mitgliedstaaten, befragen jedes Jahr sehr viele kleine und mittlere Unternehmen, wie schätzt ihr eigentlich eure Finanzierungssituation ein? Und da haben wir die Erfahrung jetzt gemacht im letzten Jahr, wir werden Ende dieses Jahres neue Daten veröffentlichen, aber die Daten vom letzten November 2014 haben uns gezeigt, dass es, was die Verschlechterung des KMU-Finanzierungsumfelds anging und die Zukunftserwartungen, Österreich auf Platz 28 liegt von 28 EU-Mitgliedstaaten. Und das zeigt uns in der jetzigen Situation, dass es eigentlich ja immer weniger Inseln der Seligen in Europa gibt. Wir sind bis jetzt in der Situation, wo wir immer gedacht haben, die Finanzkrise, das betrifft uns hier nicht, das betrifft uns vielleicht auch mit Ausnahme der Banken in Österreich weniger. Es betrifft inzwischen Österreich, es betrifft inzwischen die Niederlande. In keinem Land gibt es einen so hohen Prozentsatz von abgelehnten Kreditanträgen von kleinen und mittleren Unternehmen wie in den Niederlanden. Ist viel höher als in Griechenland und anderswo. Das heißt, auch nach Deutschland wird das kommen. Und die Frage ist, wie gehen wir letztlich politisch damit um? Und deswegen finde ich es politisch eine sehr, sehr drängende Frage, die aber auch zu Hoffnung Anlass geben soll, dass selbst wenn Sie eine große Koalition haben, selbst wenn Sie sehr lange eingeschliffene Aktivitäten haben, selbst wenn Sie eine enorme Bankenlobby haben, selbst dann können Sie innovative Gesetzesvorschläge machen und relativ schnell durchbringen. Da kann mich auch niemand von irgendwas anderem überzeugen, und deswegen sollte man immer auch an dem Brett weiterbohren. Das beschreibt ja so ein Stückchen, ein Stück weit eher den Prozess und den Dialog, der notwendig ist. Aber wenn Sie ganz konkret sagen würden, was können wir quasi von der österreichischen Gesetzgebung lernen? Was sind die guten Punkte in dem Crowdfunding-Gesetz, das Österreich hat, was Deutschland auch übernehmen oder machen könnte? Ja, das könnte ich ganz schnell beantworten mit einem Wort. Schauen Sie sich nur den Namen des Gesetzes an. Österreich hat ein Alternativfinanzierungsgesetz und Deutschland hat ein Kleinanlegerschutzgesetz. Das sagt alles.
Und wenn ich mir dann die Details natürlich darin anschaue, die Equity-Seite, wie sie in Deutschland nicht und eben in Österreich wohl abgebildet ist, auch, sagen wir mal, bestimmte Funktionen, die Plattformen haben. Wir haben über Beträge gesprochen. Auch es geht gar nicht darum, dass bestimmte Schwellenwerte in Österreich jetzt was höher liegen als in Deutschland, sondern es ist eine Frage der Mentalität des Gesamtkonzeptes, das dahinter steht. Wir haben natürlich in Österreich auch früher den Regulator abholen können, auch wenn das am Anfang schwierig war, um den mit ins Boot zu bekommen. Wobei ich allerdings jetzt vielleicht auch zu Deutschland mal sagen muss, die BaFin, Herr Sauer, wir haben ja jüngst auch ein paar Erfahrungen da gemacht, die BaFin scheint mir aktiver zu werden, um auch Dinge zu erklären, selbst wenn uns nicht alles vielleicht im Einzelfall gefällt, was die BaFin macht, aber zumindest wird es transparenter. Auch das ist ein Prozess, aber ich würde mal sagen, in Österreich gibt es doch diese 4, 5 Punkte, die ich kurz angerissen habe, die ich schon als zielführend ansehe. Letztlich muss jedes Land selber wissen, was es tut. Wir haben nach wie vor 3/4 aller Länder in Europa, die keinerlei regulatorischen Rahmen speziell für Crowdfunding haben. Wir machen Workshops für Leute aus Zypern, Lettland, sonst irgendwo, wo wir enorm intelligente und begeisterungsfähige Beamte haben in den Ministerien, die allerdings Chefs haben, die überhaupt keine Ahnung haben, was Crowdfunding ist. Das ist ein Prozess, den wir früher auch gesehen haben. Wir haben, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, junger Universitätsabsolvent in die neuen Bundesländer gegangen und habe versucht, denen zu erklären, was Marktwirtschaft ist. Und wir haben, früher war Transformationsökonomik ein großes Thema, wir haben darüber geforscht und wir haben gedacht, wir erklären denen jetzt mal und das läuft schon. Es ist letztlich eine Frage von 30 Jahren gewesen. Es ist eine Frage, und zwar, um es ganz hart zu sagen, es ist nicht, dass die Leute, die schon im Markt waren, es gelernt haben, sondern es ist so, dass die ausgestorben sind und die nächste Generation hat es begriffen. Und ehrlich gesagt denke ich, dass es mit Crowdfunding auch irgendwas läuft. Mhm. Herr Staudinger, Sie möchten direkt dazu? Ich finde, es ist ganz, ganz entscheidend, welcher Menschenbild man hat. Ob der Mensch ein freier, mündiger Bürger ist oder ob er ein Depp ist, den man bei jedem Schuss beschützen muss. Und da würde ich sagen, auch das Bild, das Ziel, der freimündige Bürger ist doch das viel, viel attraktivere Gesellschaftsmodell. Und der Schutzbedarf, der fängt auf einer Stufe an, der, wo halt einer mit vielen Handicaps zu kämpfen hat. So was ich aus meiner Erfahrung vielleicht den Deutschen raten würde, wäre ein raffiniert angelegter Skandal, wo man das Gesetz bricht und die Medien gewinnt, dass dieser Dialog oder diese Diskussion nochmal richtig Feuer bekommt, weil die Lage wirklich dramatisch ist, wenn die Klein- und Mittelbetriebe ausgehungert werden und das nötige Geld für die Entwicklung ihrer Firmen nicht bekommen, dann gehen wir schlimmen Jahren entgegen. Okay, vielen Dank für diese Runde hier vorne. Möchten Sie das so noch, Herr Sauer? Würde ich gerne auch was sagen, wenn ich schon so angesprochen wurde. Also die BaFin ist ja letztendlich nur die Administrative in dem ganzen Spiel. Und hinter der BaFin, die ist ja aufgehangen bei dem Finanzministerium und da ist eben auch der Verbraucherschutz aufgehangen. Und also ich halte das für ziemlich unglücklich, wie Sie schon gesagt haben, Herr Schwerin, dass wir sozusagen den Verbraucherschutz voranstellen und gar nicht die Chance für die Wirtschaft sehen. Also ich habe da noch meine Bedenken und ich sehe es aber auch nicht als so günstig an, dass die Frau Merkel ihre ganzen Gesetze mit Juristen macht. Also ich bin der Meinung, will niemand zu nahe treten, aber ich bin der Meinung, man muss hier auch ein paar Wirtschaftler an den Tisch haben. Man muss das mit der wirtschaftlichen Brille betrachten, wie es Österreich ganz richtig getan hat. Und ich glaube, es reicht nicht aus, das juristisch zu betrachten. Wir brauchen eine wirtschaftliche Lösung in dem Moment, wo wir sagen, Innovationen in Deutschland sollen gefördert werden. Wenn wir keine Venture Capital Kultur haben, und jetzt auch schon wieder das Business Angel Versteuerungsgesetz da irgendwelche Hacken schlägt, dann muss man doch wirklich wenigstens mal in der Lage sein, mit Crowdfunding mal ein bisschen das Thema zu öffnen. Das wird hier aber nicht gesehen oder ist nicht gewollt. Und von daher bin ich alles andere als positiv. Okay, Uwe Siebert. Also dazu wollte ich auch noch kurz was sagen, jetzt generell so zu Gründungsmentalität und auch Selbstständigkeit. Also ich habe mich ja letztes Jahr als Unternehmensberater selbstständig gemacht und ich muss echt sagen, also an vielen Punkten hatte ich eher das Gefühl, das ist eigentlich auch gar nicht gewollt, dass man das macht, weil ich wollte dann einfach einen Gründungszuschuss beantragen, dann bin ich da reingekommen, dann hieß es gleich, nee, den kriegen Sie eh nicht und jetzt gucken wir mal, wo wir sie angestellt hin vermitteln können und ich so, ja nee, ich möchte eigentlich selbstständig werden. Ja, nee, ich muss jetzt das und das machen und dann ist das Gespräch aneinander vorbeigegangen und es gab halt viele Punkte, wo es irgendwie
auch den Anschein gemacht hat, wenn ich mich jetzt darum kümmere, dass die Selbstständigkeit gut läuft, also in dem Sinne, dass ich Kapital habe, Eigenkapital und so weiter, dass das eigentlich eher dazu führt, dass ich noch weniger unterstützt werde bei der Sache. Und das ist vielleicht auch noch ein gewisser Optimierungspotenzial an der Stelle. Okay, es gibt einiges zu verbessern. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen an unsere Gäste. Sagen Sie gerne dazu, falls Sie möchten, ob Sie schon mal mit Crowdfunding zu tun hatten und wenn ja, wie? Oder fragen Sie einfach, was Sie auf dem Herzen haben. Also, was möchten Sie wissen? Bitte? Ach so, vielleicht noch eine kurze Info, das wird aufgezeichnet. Die Kamera allerdings guckt nur nach hier vorne, also man, genau. Gut, oder? Dann ja. Muss ich aufpassen, was ich sage. Mein Name ist Mathieu Chaublet, ich bin vom Verbraucherzentrale Bundesverband und ich habe zwei Fragen an Herrn Schwerin. Sie haben ja eben darauf hingewiesen, dass Crowdinvesting funktional betrachtet nicht ganz neu ist. Ich denke, Sie haben da vielleicht Investmentfonds gemeint oder geschlossene Investmentfonds. Deren Performance ist meines Wissens eher mittelmäßig. Wäre das nicht ein Grund, Crowdinvesting ein bisschen nüchterner zu betrachten? Sie haben ja eben gesagt, die Crowd soll experimentieren, soll Spaß haben. Aus meiner Sicht ist Geldanlage eher ein Thema, das die Bürger ernst nehmen sollten. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Regulierer das Thema ernst nehmen. Crowdinvesting findet außerdem im Internet statt. Von daher ist es prädestiniert, dass es außerhalb eines nationalen Rahmens stattfindet. Wäre das nicht ein guter Grund, Crowdinvesting europäisch zu regulieren, statt national fragmentiert? Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Fragen. Ich finde absolut, dass Sie recht haben, dass man das Thema seriös betrachten muss. Ich habe, wenn ich mich umschaue, auch bei meinen Kollegen, auch bei denjenigen, die politisch verantwortlich sind, nicht das Gefühl, dass wir einen Mangel haben an Menschen, die zu sehr in regulatorischen Aspekten denken. Natürlich müssen wir hier unterscheiden zwischen zwei grundlegenden Dingen. Wenn es darum geht, dass jetzt irgendwelche Spargroschen von Bevölkerungsgruppen, die für ihre Pensionsvorsorge Geld angelegt haben, verspielt werden sollen für Crowdinvesting, da bin ich auch nicht für, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich denke, wir reden hier von etwas, was schon Galbraith herausgearbeitet hat bei der Weltwirtschaftskrise, dass wir in Zeiten leben, wo es öffentliche Armut und privaten Überfluss gibt. Und es gibt jede Menge Leute, die auf massenhaft Geld sitzen und ich weiß, von welchen Leuten ich rede, die gerne in diesen Bereich reingehen und ja experimentieren wollen, im Rahmen von gewissen Höchstbeträgen, im Rahmen, um zu sehen, was sie damit erreichen können und auch, und das sehe ich auch sehr häufig, weil es ihnen einfach Spaß macht und einen Mehrwert bringt, sich mit einem konkreten Projekt zu beschäftigen, sich da reinzuarbeiten, auch mal Vorschläge zu erarbeiten, auch mal einen Prototyp zu bekommen, auch mal genannt zu werden als jemand, der was Sinnvolles tut. Und natürlich findet das alles im Rahmen von irgendeiner Regulierung statt und natürlich haben Sie vollkommen recht, dass es in der Vergangenheit Beispiele gegeben hat, nicht nur die von Ihnen genannten, wo die Performance letztlich so schlecht war. Aber ich kann hier nur für mich reden, wenn ich solche Dinge machen würde, was ich eines Tages auch mache oder ich mache ja andere Dinge auch, dann schaue ich einmal im Jahr zu Weihnachten, weil ich meine Liste führe darauf, wie die Performance jetzt über das Jahr war, aber die Frage, was mir das jetzt übers Jahr gebracht hat, da gucke ich mir unter meinem Portfolio an, was unterm Strich steht und nicht, was das einzelne Projekt dann unbedingt da an der Performance gebracht hat. Ich denke, wir sollten hier schon sehr stark differenzieren zwischen, sagen wir mal, kleineren Größenordnungen, von denen wir hier auch reden, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, der weit, weit über den Finanzierungsbereich hinausgeht, der wirklich dazu führt, dass Leute sich viel mehr mit Wirtschaft beschäftigen, der wirklich dazu führt, dass Leute viel mehr dazu in der Lage versetzt werden, auch eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Das ist etwas, was uns systematisch abtrainiert wird. Und dass etwas vielleicht dazu beiträgt, dass die Unternehmenskultur in Deutschland, die vernichtend ist, auch verbessert wird. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Schauen Sie sich sogenannte gescheiterte Unternehmer an. Wir wissen, wir haben Studien gemacht, dass Leute, die einmal auf die Nase gefallen sind bei Unternehmensgründung, wenn die es wagen, ein zweites Mal ein Unternehmen zu gründen, dass sie erfolgreicher sind als Erstgründer. Sie wachsen schneller und sie schaffen mehr Arbeitsplätze. Aber es sind genau die Leute, die von den Banken kein Geld bekommen, weil die Bank rückwärts schaut. Die Bank sagt, euer Track Record ist 100% gegen die Wand gefahren. Und die Crowd guckt nach vorne. Ich plakatiere jetzt, ich übertreibe. Aber da geht es um den Merit von dem Projekt. Und da sehen wir schon gewaltigen Mehrwert, wo ich sagen muss, also bei allem Respekt und ich habe größten Respekt auch gerade jetzt persönlich vor der Arbeit der Organisation, die Sie vertreten und habe da also wirklich nur
positive Ansichten, aber wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen und nicht in so eine Art von, ja, hier wirklich Mentalität kommen, dass wir jeden vor sich selber schützen müssen. Wir müssen manche Leute vor sich selber schützen, aber nicht jeden, und die, um die es geht, haben immer noch genug Geld, um hier wirklich einen massiven Beitrag zu leisten. Die Frage nach der europäischen Regulierung heben wir uns gerade noch kurz auf, weil Uwe Siebert dazu auch was sagen möchte. Ja, ich wollte nur noch kurz auch dazu sagen, zu dieser Scheitern-Mentalität. Wenn man jetzt mal betrachtet, wie lernen denn Menschen? Also ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn was schief läuft, lerne ich eigentlich am meisten, weil wenn es glatt geht, reflektiere ich nicht darüber, was passiert ist. Es lief ja glatt, es lief ja gut. Und wenn was nicht so gut lief, dann denke ich drüber nach. Und ich glaube auch, dass gerade dieses, es funktioniert mal was nicht, entscheidend dafür ist, um überhaupt persönlich voranzukommen. Solange man halt auch immer einmal mehr aufsteht, als man hinfällt. Ganz kurz, diese Frage nach der, warum gibt es keine europäische Regulierung? Was sagen Sie dazu? Also ich habe mich das eben tatsächlich auch gefragt, wenn es in den Ländern so schwierig ist und die Leute kein Verständnis dafür haben und so viel Lobbyarbeit ja eigentlich erfordert, warum macht die Europäische Kommission es sich nicht einfach und schafft einen einheitlichen Rahmen dafür? Also zum einen die Fakten. Wir haben viele Maßnahmen gemacht, um kleine und mittlere Unternehmen zu internationalisieren. Letztlich betrifft das 12% der Unternehmen. 88% der KMUs sind nie international. Die haben keine einzige Transaktion, die international ist. Das sind lokale und regionale. Das ist aus meiner Sicht auch das, was beim Crowdfunding immer noch relevant ist. Vielleicht beim Crowdinvesting wird das weniger. Den Punkt sehe ich absolut. Aber wir reden hier im Moment noch sehr wenig von grenzüberschreitenden Dingen. Das ist kein Spezifikum von Crowdinvesting oder Crowdfunding. Das haben wir bei den Börsen, das haben wir auch in anderen Bereichen, dass es immer noch sehr, sehr schwierig ist. Das Problem, was wir sehen, ich kann hier nur absolut meine persönliche Meinung sagen, ich spreche hier nicht für die Kommission, ist, dass ich den politischen Prozess kennend denken würde, wenn wir jetzt eine europäische Regulierung schreiben würden, dass es die schlechtstmögliche sein wird. Ganz einfach, weil es in einen politischen Prozess reinkommt mit jeder Menge Beteiligten, wo wir versuchen, einen Durchschnitt zu schaffen zwischen 3/4 der Länder, die noch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, und 1/4, die bei 6 verschiedene Entwürfe auch tatsächlich zustande gebracht haben. Und dann sollen wir hingehen und sollen irgendwo das Lineal anlegen und so einen Durchschnitt bilden. Wir haben die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, MiFID-Lizenzen zu haben, es gibt die Möglichkeit, auch bestimmte Dinge im Regelrahmen zu machen. Ich bewundere, und das sage ich ganz ehrlich, auch Leute, die Plattformen betreiben und im Rahmen vom regulatorischen Rahmen auch wirklich dann auch Dinge aus dem Boden stampfen, an die man vorher vielleicht nicht gedacht hat. Ich bin kein Freund von partiarischen Darlehen oder sonst irgendwas, weil ich denke, das ist auch nicht gerade das Beste vom Investorenschutz, aber es war eben die Möglichkeit, die damals entstanden ist. Ich greife auch den Punkt auf, Herr Sauer, ich spreche es ja nochmal persönlich an, ich habe es neulich in einem Interview von Ihnen geredet, ist wahrscheinlich auch hier Mehrheitsmeinung, dass es vielleicht sinnvoll ist, in der Tat einen regulatorischen Rahmen zu haben, damit man einfach Klarheit hat, damit man weiß, was die Regeln sind. Es ist, denke ich, sehr wichtig, dass man weiß, was die Regeln sind, selbst wenn man Teile der Regeln für falsch hält. Aber diese Regeln sind allein aufgrund von Kultur, Geschichte, Institutionen, Finanz- und Kapitalmärkten in jedem Land in Europa etwas anders. Und es macht keinen Sinn, da einen Durchschnitt zu bilden, der nur der kleinste gemeinsame Nenner ist. Herr Staudinger, Sie dazu. Es passt ein bisschen dazu. Wir haben 50 wichtige Händler. Wenn diese 50 Händler gemeinsam über die Schuhkollektion abstimmen, dann wird sie so langweilig, dass wir uns selber schaden. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen im Saal? Ja, hier vorne bitte. Moment, das Mikro kommt. Ah, ja. Keine Frage, ich möchte nur eine Geschichte erzählen. Ich bin Rentner und Start-up-Gründer. Ich habe eine lange Geschichte hinter mir und habe die Firma gegründet jetzt mit einem jungen Mann. Wir haben ein Produkt entwickelt und haben unsere Tour gemacht durch Deutschland, zu Banken, überall hin. Wir waren bei Seedmatch, wir waren bei Companisto. Und wir haben regelrecht Angst gehabt vor diesem ganzen Reporting und den Regularien. Und wir haben uns entschieden, auf Kickstarter zu gehen. Größten Follower in dieser Welt und so weiter. Und wir glauben, dass das für uns besser ist, weil eben dieses ganze Drumherum wegfällt. Und wir sind seit 14 Tagen auf Kickstarter und wir denken, es kann ein Erfolg werden. Wir cross our fingers. Aber wie gesagt, die ganzen Regularien, Reporting, das war der Killer für uns.
dort weiterzumachen mit Crowdinvesting. Ich verwandle das mal in eine Frage an Jens-Uwe Sauer. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Startups wie dieses verlieren an zum Beispiel Kickstarter, wo dann über die Produkte quasi Geld eingesammelt wird? Es gibt ja einige Beispiele, die sowohl als auch gemacht haben. Also ich glaube, Protonet zum Beispiel oder Panono hat sowohl Investing als auch Funding gemacht. Aber wie erleben Sie das? Also gehen Ihnen da Deals auch verloren? Da bin ich komplett angstfrei. Im Gegenteil, ich würde bestimmten Interessenten empfehlen, auf Kickstarter oder die deutsche Version Startnext zu gehen. Warum? Weil man halt schon genau wissen muss, was man hier tut. Also wir sprechen hier über eine Unternehmensfinanzierung, man braucht eine Kapitalgesellschaft. Man muss also da eine ganze Latte an formalen Kriterien erfüllen und das muss man wollen. Also das ist nochmal was anderes, ein Unternehmen zu gründen und zu führen und groß zu machen, um dann es mit dem höheren Wert möglicherweise zu verkaufen oder Gewinne zu erzielen, als wenn ich als Gründer auf Kickstarter und Co. Etwas initiiere. Da kann ich das als Privatperson tun, sollte halt das Produkt ausliefern, aber muss niemandem meine Steuererklärung oder meine Bilanz oder was auch immer zeigen. Also das sind zwei Paar Schuhe. Wir hatten jetzt ein paar Projekte, die eine frühe Kampagne auf Kickstarter und Co. gemacht haben. Das hat den Projekten gut getan. Panono ist eins, Bonaverde ist eins und da gibt es noch extrem viele andere. Das ist erstmal so ein Ramp-up. Wenn man auf Kickstarter eine gute Kampagne lanciert hat, dann hat man erstmal seine Fanschar von Produktjüngern, die gerne sich mit dem Produkt umgeben. Und da muss man die Produkte irgendwann noch ausliefern. Und dann stellt man fest, dass dann noch über die Produktion, über die Erstellung der Produkte nochmal so ein Overhead notwendig ist. Und dann ist das Geld wieder knapp und dann kann man noch kein Unternehmen aufbauen. Und dann kommt man möglicherweise doch wieder ganz schnell dahin, dass man ein Crowdfunding braucht. Es gibt Projekte, die sind sogar ein München-Projekt. Das ist so extrem gut gelaufen. Pragi, das sind so kleine In-Ear-Kopfhörer, dass sie sozusagen von Kickstarter gleich Crowdinvesting übergehen konnten und gleich eine große VC-Runde gemacht haben. Es ist alles möglich und ich glaube eher, dass es seine Daseinsberechtigung nebeneinander hat und ich sehe keine Verdrängung oder keine Substitution. Okay, weitere Fragen? Ja, bitte. Danke sehr. Also ich beobachte in Deutschland, dass es eben oft so ist, dass wenn Leute privat Geld in die Hand nehmen, um eine Firma zu finanzieren, dass dann die öffentliche Hand sagt, wir unterstützen das Ganze, weil wir nehmen die Selektion der privaten Leute, die sagen, das ist vielleicht eine gute Idee, das könnte wirklich eine gute Idee sein, dann tun wir auch nochmal Geld dazu. Da ist jetzt die Frage, ist Crowdinvestment auch eine gewisse Selektion, ein Gütesiegel, wo es dann auch interessant sein kann für große Investoren? Also wenn jetzt durch Crowdfunding vielleicht 800.000 zusammenkommen, nochmal den gleichen Betrag oder warum nicht auch das Zehnfache auch zu investieren. Also soll heißen, sind da irgendwelche Hybridmodelle denkbar, sinnvoll, gibt es sowas? Spannende Frage, wer möchte darauf antworten? Vielleicht Sie? Ja genau, also aus Marktsicht, das hat alle Kombinationen schon gegeben. Eins unserer ersten Projekte hat 2011 kein Kapital bekommen, weil der Markt so ein bisschen ausgedünnt war. Da war Crowdfunding überhaupt war auch ein Enabler. Dadurch wird es überhaupt erst möglich, die ersten Schritte zu finanzieren. Dann kam eine ganz große Venture-Finanzierung von einer sehr großen Venture-Capital-Company in Deutschland. Wir haben Projekte, die vorher bei Hightech Gründerfonds waren oder bei anderen Venture-Capital-Unternehmen finanziert wurden und dann auf Seedmatch waren. Wir haben die Sache mit Business Angels, wir haben also sämtliche Kombinationsmöglichkeiten, die Sie sich erdenken können, sind wir schon durchlaufen. Also grundlegend ist es, glaube ich, so, dass wenn man in einer sehr jungen, sehr, sehr frühen Produktphase ist, macht es durchaus Sinn, unter bestimmten Voraussetzungen wirklich auf Crowdfunding, auf dem Reward-Based-Modell zu setzen. Und wenn man eben schon so weit ist, dass man da eine Kapitalgesellschaft hat und die führen will und das Ganze jetzt auch ein bisschen formaler mit mehreren Mitarbeitern, dann ist, glaube ich, ein Crowdfunding à la Crowdinvesting gut geeignet. Und danach muss man schauen. Es gibt Startups, wir haben eins finanziert, also die Crowd, wir nicht, wir waren ja nur Intermediär, Rebox. Da geht es um Patente für Krebsmittel, um
Krebspräparate, um Krebs heilen zu können. Und dem Gründer war es ganz wichtig, unabhängig zu bleiben und diese Mitspracherechte durch eines strategischen Investors nicht zu bekommen. Dass da nicht jemand das Unternehmen irgendwann austrocknen kann oder das so Richtung Schublade verschiebt und so weiter. Also Crowdfunding ist da nochmal eine Möglichkeit, auch sich eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, weil man eben eine andere Beteiligungsstruktur hat, weil da eben niemand wirklich im Cap-Table sitzt. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen? Da hinten gibt es noch eine. Mein Name ist Philipp Weber. Ich hätte eine Frage an Herrn Sauer. Und zwar haben wir schon ein paar Mal jetzt gehört, dass Banken natürlich nicht jedes Unternehmen oder jedes Startup finanzieren, Finanzierungsanfragen ablehnen. Auf Ihrer Plattform, wie viele Startups überleben den Onboarding-Prozess nicht? Das heißt, Sie lehnen ja sicherlich auch Anfragen ab. Ja, genau. Die Zahl kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber mein Team hat mal ermittelt, dass wir im Jahr ungefähr 1000 Anfragen bekommen. Davon sind viele gar nicht Venture Capital fähig. Also wir brauchen immer eine gewisse Skalierbarkeit eines Produktes, eines Geschäftsmodells, damit sich ein Investment überhaupt rechtfertigt, weil wir uns ja auf Startups kapriziert haben und nicht auf Wachstumsunternehmen oder auch gar nicht auf Bestandsunternehmen. Im Mittelstand würde man sicherlich ein anderes Modell finden, aber in der Frühphase braucht man eben mit dem Venture Capital Modell die Möglichkeit, dass man mal mindestens Faktor 4 aus einem Investment rausziehen kann, eher Richtung Faktor 10, damit das Sinn macht. Schon allein daher fallen ganz viele Unternehmen aus dem Anfrageprozess raus. Ein weiterer Teil fällt raus, weil sie mit wenig USP, wenig Alleinstellung, sehr viel MeToo daherkommen. Worauf wir sehr stark schauen, ist ein Gründerteam, dass es da entsprechende Unternehmerqualitäten gibt und dieser Punkt of No Return erreicht ist und dieser unbedingte Wille, als Unternehmer etwas umzusetzen. Da gibt es also ganz verschiedene Kriterien, auf die wir achten, so wie das ein Business Angel auch tut. On top kommt eben bei uns nochmal hinzu, dass wir auch schauen müssen, wie funktioniert das Storytelling. Also nur weil wir einen guten Eindruck haben von einem Startup, muss das ja bei der Crowd noch gar nicht ankommen. Das heißt, das Startup muss auch in der Lage sein, sich gut rüberzubringen online, die Geschichte gut zu erzählen und eben auch die Crowd auf Augenhöhe einbeziehen zu wollen. Das sind On-Top-Kriterien, die einfach den Trichter immer enger werden lassen und die eben für eine sehr starke Selektion sorgen. Aber um auch mit dem Missverständnis vielleicht aufzuräumen, wir sehen uns hier nicht in der Pflicht, eine Rolle zu übernehmen, die Banken nicht übernehmen. Also Banken waren noch nie Investor, sondern verfügen über Einlagegelder, die sie unbedingt zurückzahlen müssen und von daher per se keine Risiken eingehen wollen. Also wenn man das bemängeln will, dann muss man eher fragen, warum haben wir nicht eine bessere Startup- oder Business Angel Kultur vielmehr oder keine Venture Capital Kultur? Warum tut man auf der Seite nicht mehr? Ja, vielen Dank. Mir war Ihre Antwort nur sehr wichtig, weil ich glaube, auch nicht herausgestellt wurde hier auf dem Podium, dass es sowohl auch Risiken gibt bei der Startup-Finanzierung und dass auch die Startup-Finanzierung gar nicht Aufgabe der Bankenlandschaft sein kann, wie sie ja auch nicht in jedem Fall Aufgabe jeder Crowdfunding-Plattform sein kann, sondern dass es eben für jedes Unternehmen seine Finanzierungsform geben kann. Und das, glaube ich, wurde leider noch nicht so herausgestellt oder teilweise pauschal mit einem Strich weggewischt, dass Banken per se keine Startups finanzieren. Danke. Hier vorne gibt es zwei Fragen, Professor Kühn und dahinter noch. Ich weiß nicht, zuerst? Zinser von der TU. Ja, Christoph Zinser von der LMU, vom Spin-off-Service. Frage an den Experten von der Europäischen Kommission und Herrn Sauer als Vertreter der Crowdfunding-Plattform. Sie haben es ja selber, selber angesprochen, Thema Skalierbarkeit, Venture Capital. Wie gut funktioniert denn in der Praxis in Deutschland, in der Europäischen Union, die Anschlussfähigkeit, die Kompatibilität mit Venture Capital? Ich war vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung mit Kapitalgebern im Beteiligungsgeschäft, wo auch Steuergelder eine Rolle spielen. Und die haben also die roten Warn, wie nennt man das, Flaggen, ausgehängt und gesagt, das ist böse, zugespitzt. Ist das so, Herr Schwerin?
Was ist jetzt speziell böse von wem? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn Sie das... Und wer sagt, dass das böse ist? Okay. Nach staatliche Gesellschaften, ja. Wir haben jetzt jüngst eine Kofinanzierung staatlicherseits über die EIB und wo findet das statt? In Großbritannien ist der Markt, der mit Abstand am besten funktioniert. Wenn man natürlich ein Added Value schaffen will, wenn man Startups und KMUs, die halt Schwierigkeiten bei der Finanzierung haben, unterstützen möchte, dann wird man sich freuen, wenn die öffentliche Hand extra Risiken übernehmen würde. Das tut sie normalerweise selten und insofern ist das natürlich etwas, was problematisch ist. Aber ich will auf die Grundfrage zurückkommen, die ich eigentlich ganz anders sehe, nämlich Venture Capital, aber auch Business Angel wurde angesprochen. Ich möchte die Börsen ins Spiel bringen, mit denen ich sehr viel im Gespräch bin, weil es auch einfach eines meiner Themen ist, die seit Jahren mit größter Aufmerksamkeit die Entwicklungen im Crowdfunding und gerade auch im Crowdinvesting betrachten. Und ich steuere eigentlich bei jedem Gespräch darauf hin, dass ich sage, es ist ein Ziel, wir haben das auch in der Kapitalmarktunion geschrieben, dass wir eine stärkere Verzahnung wollen der Kapitalmärkte. Wir sehen es jetzt schon bei einer Reihe von Beispielen, wo, es wurde schon genannt, eine erfolgreiche Crowdfunding, Crowdinvesting-Kampagne als ja, positives Merkmal für die Anschlussfinanzierung gesehen wird. Ich könnte jetzt etwas übertreiben und sagen, so wie es früher bei uns im Lebenslauf war, dass wir alle beim Studium ein Auslandssemester haben mussten. So ist es vielleicht dann auch irgendwo, dass irgendwann eine erfolgreiche Unternehmung auch mal ein erfolgreiches Crowdfunding-Projekt haben muss. Ich weiß es nicht. Aber die Situation hat sich sehr stark gewandelt. Vor 3 Jahren, wenn wir mit Venture Capital-Vertretern gesprochen haben, die haben sich extrem negativ geäußert über Crowdfunding. Die ersten, wo wir die Erfahrung gemacht haben, wo sich es aufgelockert hat, waren die Business Angels, weil die ein bisschen von der anderen Seite gekommen ist. Auch die Börsen waren sehr stark positiv, weil die Juniormärkte einfach überhaupt nicht funktioniert haben, mit sehr wenigen Ausnahmen in Europa. Inzwischen ist es so, dass wir in mehr Ländern auch von verschiedenen Marktteilnehmern eben auch Projekte sehen, um wieder in die niedrigeren Segmente reinzusehen, wo wir das Gefühl haben, Crowdinvesting von unten und bestimmte Segmente in den Kapital- und Finanzmärkten von oben, das wächst so langsam zusammen. Wir reden ja hier auch von Dingen, wo wir noch ganz andere Formen von Finanzierung haben. Wir haben noch überhaupt nicht gesprochen über Private Equity in größerem Ausmaße. Das sind Dinge, die auch für den politischen Bereich eigentlich sehr opak sind. Soweit ich weiß, sind da auch erste experimentelle Dinge im Gang, wo einfach auch, sagen wir mal, bestimmte Fonds aufgelegt werden, um in eine Vielzahl von kleineren Unternehmen vielleicht auch Crowdfunding-Code zu finanzieren, da einfach mal reinzugehen, zu gucken, wie reagiert der Markt. Normalerweise sehen Sie das innerhalb von ein paar Wochen sehr schnell, springt die Crowd an, springt die Crowd nicht an. Und das, was sich auf dem Markt durchsetzt, das hat halt das Gütesiegel, dass es irgendwo funktioniert. Ich denke, dass der Markt das auf Dauer regelt. Wo ich absolut Probleme mit habe, und das sage ich sehr deutlich, und das ist aber auch wiederum keine Meinung der Kommission an sich, weil wir Dienste in der Kommission haben, die das anders sehen. Ich sehe absolut keinerlei Funktion der öffentlichen Hand in der Kofinanzierung von Crowdfunding-Projekten. Ich sehe noch nicht mal eine Funktion bei der Kofinanzierung von Plattformen. Wir hatten vor 2-3 Jahren die Modernisierung des Staatsbeihilferechtes und ich habe es in die Staatsbeihilfegesetzgebung, ich war damals doch dafür mitverantwortlich, reingeschrieben, dass Mitgliedstaaten Crowdfunding-Plattformen, wir haben sie damals anders genannt, finanzieren können. Das setzt aber voraus, dass es ein Marktversagen gibt. Dieses Marktversagen hat noch kein Mitgliedstaat nachgewiesen. Es gibt auf dem Bereich Crowdfunding-Plattform keinerlei Marktversagen in der jetzigen Situation, geschweige denn, dass es irgendwelchen Grund gäbe, in die Projekte reinzugehen. Aber das ist nur meine private Meinung. Die öffentliche Hand kann keine Selektionsfunktion ausführen in dem detaillierten Bereich. Das ist einzig und allein Aufgabe des Marktes. Das Einzige, was wir tun müssen, ist die Rahmenbedingungen setzen. Und ich habe das Gefühl, dass diejenigen, Sie haben sie angesprochen, die in dem Bereich aktiv sind, schon sehr, sehr genau sich anschauen, wie die Crowd, und da kommt doch das Argument wieder mit der Intelligenz der Masse, die Schwarmintelligenz rein, das dann auch als positives Element wahrnimmt. Aber okay, das sind meine theoretischen Betrachtungen. Sie werden wahrscheinlich gleich das machen. Ja, also Herr Zinser, ich glaube, Sie waren auf einem sehr konservativen Event unterwegs. Wie das in der Branche... Ich nenne jetzt nicht die Namen, das aufgezeigt. Ja. Okay, ist auch nicht ganz unüblich. Aber also ich kann Ihnen sagen aus der Vergangenheit, dass die Startups, die das Crowdfunding sehr intensiv mit ihren Anwälten geprüft haben, oft zu dem Ergebnis gekommen sind, dass da so ein paar Restrisiken bestehen, weil es ist ja nirgends gesetzlich geregelt. Das ist sozusagen ein Punkt, den wir jetzt im Kleinanlegerschutzgesetz zu verdanken haben, da können wir einen Haken dran machen. Das hat im Übrigen dafür gesorgt, dass auch in etwas konservativeren Kreisen mittlerweile diese Finanzierungsform als Co-Investment akzeptiert wird. Dieses Jahr hat der Gründerfonds Family Day
gab es einen riesen Aufschlag, einen riesen Panel zu dem Thema. Der Saal war übervoll, das Interesse war immens groß. Daran kann man sehen, in welche Kreise das mittlerweile vordringt. Und damit öffnen sich auch ganz große Türen und Chancen. Und dann kann ich auch verraten, dass die MBGen sich versuchen, an uns dran zu heften und da mal zu einem Co-Investment zu kommen. Also da gibt es verschiedene Annäherungen. Die Konservativen, die werden natürlich noch eine Weile bestehen. Wir haben mehrfach gezeigt, dass es funktioniert und es funktioniert immer besser. Also die Restriktionen, die hatten wir in der Tat mal mit den stillen Beteiligungen, weil es da nämlich Zustimmungserfordernisse gab. Die sind jetzt komplett aus der Welt geräumt, deswegen ganz am Anfang eben auch diese Kurve nach unten. Die partiarischen Darlehen ist eine Option, ist eine Opportunity, von einem Investment zu partizipieren, zu profitieren, dabei zu sein, mitzugestalten, mitzuentscheiden. Aber es ist eben nicht die Möglichkeit, da Entscheidungen zu blockieren. Das kann ein partiarisches Nachrangdarlehen nicht leisten. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber noch zwei Fragen hätten wir. Professor Klön, und da hinten gibt es noch eine. Fangen wir vorne an. Vielen Dank. In einer höchst interessanten Podiumsdiskussion war für mich als Rechtswissenschaftler, der sich mit europäischem Kapitalmarktrecht beschäftigt, der bemerkenswerteste Satz, der von Herrn Staudinger, der gesagt hat, dass dann in Österreich die Kommission kam und wir es der Kommission zu verdanken haben, dass unser Recht liberalisiert wurde. Wenn man sich anguckt, jetzt ist er wieder da, wer weiß, wer da schaltet. Wenn man sich anguckt, was die Kommission in den letzten 6 Jahren im europäischen Kapitalmarktrecht gemacht hat, dann ist Liberalisierung nicht das Erste, woran man denkt. Dennoch glaube ich, dass Sie recht haben, und jetzt kommt meine Frage, die sich primär an Herrn Schwerin richtet, ist die österreichische Geschichte muss besonders sein. Sie muss besonders sein, weil sie weicht von allem ab, was wir in den letzten 6 Jahren auf dem Gebiet des europäischen Kapitalmarktrechts gesehen haben. Ist die Besonderheit, dass Ihre Abteilung mitgewirkt hat, vielleicht, dass Sie mitgewirkt haben, wenn Sie dazu etwas sagen wollen, oder sind es österreichische Besonderheiten, oder sind es vielleicht beides? Na, also wenn irgendwo was Wunderbares passiert, dann da ist es den Leuten zu danken, die vor Ort die Sachen machen. Das heißt, die Österreicher haben schon selber ihre Sachen diskutiert, was die Kommission macht. Und man muss ja wissen, wie die Kommission funktioniert. Ich will uns jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Details, aber die Kommission ist nicht einfach irgendwelche Leute, die immer nur zentral dann um irgendwelche Tische rumsitzen und wichtige Dinge machen. Die Kommission ist auch relativ stark vor Ort. Zum Beispiel meine Generaldirektion, wir sind ja auch zuständig für KMU-Finanzierung. Wir haben Länderteams im Rahmen des europäischen Semesters. Wir haben 2 Kollegen in meiner Generaldirektion für jedes Mitgliedsland. Einer ist für die Makroökonomik zuständig, einer ist für die Mikroökonomik, vor allem die KMU-Politik zuständig. Im Beispiel Österreich bin ich das. Das heißt, wir fahren da jedes Jahr hin, wir reden mit den Leuten. Worauf es ankommt, und da glaube ich wirklich sehr dran, ist, dass sie in der Lage sein müssen, als Kommission, wo ich mich eher auch in der Rolle sehe als Broker irgendwo auch, ja, dass wir in Erfahrung bringen müssen, wie sind die unterschiedlichen Ansätze vor Ort, wer macht was, wir wissen, was der Staudinger macht, wir wissen, was die Regierung macht, wir wissen, was der Regulator macht, und dann versuchen, Leute zusammenzubringen. Sie waren ja auch da im Jänner letzten Jahres, als dann auch der Kommissar Barnier zum Beispiel nach Wien gekommen ist und mal den Minister beredet hat, was eigentlich Crowdfunding ist und dass das was Sinnvolles ist und sowas. Ich denke, das ist ein winzig kleiner Baustein, der in der Diskussion beigetragen hat, wie vieles, was der Staudinger vorher gemacht hat, dazu beigetragen hat. Natürlich haben wir insofern eine spezielle Konstellation als Geschichte, und ich sage das jetzt als Wirtschaftshistoriker, Geschichte ist nie abhängig von einzelnen Personen, aber Geschichte funktioniert nicht ohne einheitliche Personen. Es braucht immer den einen, der den Kopf raussteckt und dann sozusagen den Weg bereitet für die anderen, und dann braucht es wieder welche, die hinterherkommen. Deswegen ist dieses Panel so wichtig jetzt außerhalb meiner Position, weil die einfach Leute sind, die den Kopf auch rausstrecken, das ist ganz wichtig, aber es ist dann die Funktion auch von anderen, von Moderatoren, dafür zu sorgen, dass der Prozess weitergeht. Und in Österreich ist das eben auch zu meiner Überraschung dann irgendwo geglückt. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt ständig den Leuten hinterher telefonieren. Es gibt in Österreich viele Leute, die wir noch nicht erwähnt haben, die Plattformen machen, die bestimmte Interessen haben, auch junge Leute in den Kammern, Wirtschaftskammer Österreich, andere junge Unternehmer, die ihr Interesse bei dem Bereich hatten, bestimmte Leute, die im Parlament gesessen haben. Also ich denke,
Sie kennen das viel besser als ich, Herr Staudinger. Wir kommen da mal mindestens auf 20 Personen, die da sicher sehr aktiv in dem Bereich sind. Die Kunst ist, zum richtigen Moment die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen und zu diskutieren. Der Herr Schwerin hat persönlich einen ganz positiven Einfluss in diesen Prozess gehabt. Es gibt noch eine letzte Frage, glaube ich, da hinten. Links irgendwo oder da, genau. Ja, hallo, also ich spreche hier heute für die Industrie- und Handelskammer in München und Oberbayern und ich habe weniger eine Frage als vielleicht eher einen Wunsch für die Zukunft, den ich gerne noch anbringen möchte, weil vorhin auch das Thema Kofinanzierung angesprochen wurde. Es ist so, dass die Handelskammer München sich stark für das Thema Crowdinvesting und auch Crowdfunding einsetzt, weil wir es ganz einfach als gute Möglichkeit sehen für Gründer, einfach den ganzen Gründungsprozess sicherer zu gestalten, indem man einfach mit seinem Produkt, mit seiner Leistung früh an den Kunden rausgeht und eben auch früh erkennt, ob es überhaupt einen Markt gibt für das Produkt. Und ich finde, es gibt da ein ganz interessantes Modell oder Experiment in Dänemark mit einem öffentlichen Fonds. Der ist rein auf das Reward-Based Crowdfunding ausgerichtet und rein auch auf B2C-Produkte, also eher einen kleinen Teil, aber der funktioniert quasi so, dass wenn die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ist und das Produkt sich erfolgreich an die Crowd verkauft, dann der öffentliche Fonds quasi die Summen aufstockt. Und ich finde es ganz charmantes Modell, weil es dann genau das verhindert, was der Herr Sauer angesprochen hat, dass nämlich, wenn man ein Reward-Based Crowdfunding macht und das Geld einsammelt, um die Produkte, die man versprochen hat, produzieren zu können und auszuliefern, man ja dann am Ende wieder bei Null ist und eigentlich wieder Geld einsammeln kann. Und ich finde, solche Modelle bräuchte es auch in Deutschland, dass man einfach den Gründern, die eben schon das erste Mal erfolgreich waren mit Crowdfunding, so ein bisschen eine längere Sicherheit gibt, einfach auch weiter wirtschaften zu können, ohne dann wieder mit leeren Händen dazustehen und sich wieder zu überlegen, gehe ich jetzt zur Bank oder wo gehe ich hin? Also das finde ich fehlt im Moment noch in Deutschland. Vielen Dank für den Impuls. Eine letzte Frage von mir, bevor wir aufhören. Wir haben sehr viel über Kommunikation geredet, darüber, wie Investoren mit den Gründern kommunizieren, wie sie mit Politikern reden, wie das alles stattfindet. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist, wie eigentlich dieses Thema in der öffentlichen Diskussion stattfindet und das ja mit Sicherheit auch eine Rolle und einen Einfluss darauf hat, wie letztendlich die Gesetzgebung aussieht und wie auch die Bereitschaft zu investieren aussieht. Vielleicht ein kurzes Schlusswort dazu. Finden Sie, über Crowdinvesting wird in Deutschland richtig und auch gut gesprochen, berichtet, informiert und so weiter? Oder muss sich da auch irgendwie was ändern? Ich fange bei Herrn Sauer einfach mal an. Herr Tönnesmann, Sie haben noch die besten Gelegenheiten dazu. Also ich glaube, dass es jetzt ein bisschen gelitten hat durch das Kleinanlegerschutzgesetz. Man hat, glaube ich, sehr viel über Risiken gelesen. Aber dieses Enablen, dieses nach vorn gehen, dieses Öffnen, diese Chancen oder diese Verpflichtung einer Volkswirtschaft, sich zu erneuern, all diese Aspekte sind jetzt ein bisschen untergegangen in dieser politisch-juristischen Diskussion. Da würde ich mir wünschen, den Fokus doch wieder auch ein bisschen in den anderen Kern zu rücken. Ja, also ich glaube auch, dass das ein Modell ist, wo durchaus in der Zukunft auch weiter wachsen wird. Also man hat jetzt halt gesehen, es gab, wie Herr Sauer schon erwähnt hat, das Kleinanlegerschutzgesetz, dann gab es jetzt einige Pleiten, wo wahrscheinlich auch viele erstmal wach geworden sind und gemerkt haben, oh, es läuft ja doch nicht immer alles rosig und vermutlich, also das ist auch nur eine persönliche Einschätzung, wird sich das dann auch wieder verfliegen? Ich würde sagen, es ist sicherlich sinnvoll, auf eine verbesserte Art darüber zu kommunizieren, auch wenn ich jetzt nicht irgendwas kritisieren kann, weil ich diese Medien normalerweise, ich spreche jetzt nicht von Ihnen, ja. Also Sie lese ich immer online, aber die anderen natürlich nicht. Es ist viel wichtiger, die Kommunikation auch kleinschaliger zu gestalten, dass die Kommunikation auch institutionalisiert wird an Schulen, in Lehrplänen, auch in Dingen, wo Leute konkrete Erfahrungen machen können. Ich finde, dass es viel, viel besser wirkt, als irgendwelche vereinzelten Kommunikationsanstrengungen, so gut sie auch gemeint sind, als wenn jeder mal hingeht und, was weiß ich, irgendwie zu Weihnachten statt 100 Euro einfach so zu geben, einfach mal sagt, wir unterstützen jetzt mal irgendein Projekt oder wir machen was oder wir machen eine Projektwoche in der Schule. Das ist da, wo die Leute abgeholt werden. Wir hatten das im großen Bereich vorhin, gerade im Beispiel Österreich. Wir haben es jetzt hier in dem Bereich. Die Leute sind interessiert, die Leute wissen nicht, wie sie es machen sollen. Natürlich hilft Kommunikation und Bildung in jeder Form sehr viel weiter, aber den wirklichen Unterschied macht die konkrete Erfahrung damit und das sollte man einfach tun. Ich habe im Namen von meinen Heftler mal reingeschrieben, Freiheit gibt es nicht gratis. Wir müssen sie bezahlen in der harten Währung der Selbstverantwortung.
Und das finde ich ist ein Menschenbild, wo der Mensch mündig und frei ist. Das ist mir 100-mal lieber als diese ganzen Schutzparagraphen. Und nur mal, es gibt weder die totale Freiheit gratis, noch gibt es die totale Sicherheit. Wie hat der Erich Kästner gesagt, seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Okay, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für die Runde hier vorne, für Ihre Fragen und für diese gelungene Runde. Danke.